So, willkommen zum nächsten Stream von der Mass Effect Legendary Edition. Ich sehe einer schon da. Hallo, Hat. Schön, dass du Zeit hast. Mal wieder ein Disclaimer vorab. Der Stream zu dem Deponia-Projekt wird nicht fortgesetzt. Nicht als Stream zumindest, sondern ich habe mich dazu entschieden, das als konventionelles Let's Play fortzuführen. Schaut also gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei. Die erste Folge ist auch schon online gegangen heute und weitere Folgen werden folgen. Und im Stream gibt es jetzt weiterhin die Mass Effect Legendary Edition. Und da sind wir auch schon drin. Ich schau mal eben, habt ihr schon Ton? Nee. So, jetzt. Ah, jetzt, ja, müsstet ihr Ton haben. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben den Eisplaneten Noveria abgeschlossen. Und dabei zum einen die Komplizin unseres Erzrivalen Saren, die Matriarchin Benesia, niedergerungen. Leider konnten wir sie nicht mehr retten. Ihr Pech. Und außerdem haben wir die Königin der Rachni freigelassen. Eine ausgestorben geglaubte Spezies, die schon einmal die halbe Galaxis erobert hatte. Aber sie hat versprochen, sie tut es nicht wieder. Ob das die richtige Entscheidung war, die freizulassen, werden wir vielleicht erst im dritten Teil der Mass Effect Trilogie sehen. Also da müssen wir noch etwas geduldig sein. So, und was haben wir für To-Dos? Jetzt, hier und heute. Wir haben zum einen noch eine Nebenquest, beziehungsweise zwei. Citadel der Fan und NES Piraten. Das hier sind diese, ja, Sammelquests. Und wir müssen nach Pharos für die nächste Hauptmission. Und vorab aber checken wir als guter Commander natürlich, wie es unserer Crew geht. Denn wir haben natürlich einiges erlebt auf Noveria. Und da ist sicherlich der ein oder andere Gesprächsbedarf. Deswegen joggen wir, so schnell es Commander Shepard erlaubt, zum Cockpit und fragen mal bei Joker, ob es irgendwas Neues gibt. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Was soll das denn heißen, bei allem Respekt, Commander? Worauf willst du hinaus? Okay, ansonsten hat er nichts zu sagen. Bis dann. Nichts Neues. Bei allem Respekt, Joker. So. Navigator Presley hat nie was Neues zu sagen. Ist auch ganz, auch mal ganz angenehm. Gehen wir weiter runter. Ich glaube, Dr. Chuckwas hat auch selten was beizutragen, zumindest in diesem Teil. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Commander Shepard. Ja. Da sind wir dabei. So. Hier steht er doch, der Lurch. Kaido Nalenko, der hat bestimmt was zu sagen. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei all dem noch Zeit zum Reden haben. Ah, ja. Es sind doch sicher Berichte zu schreiben. Über die Rachni und Anoles. Ich schreibe keine Berichte. Wahrscheinlich, aber mir egal. Ja, komm. Und sicher alles in dreifacher Auswärtigung. Wollten Sie mich sehen? Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Blöde Aliens. Oh Mann. Wollen Sie glauben, so eine Ashley Williams Antwort. Ordnung? Klingt sehr menschlich für mich. Ja. Ich schätze, einige Dinge werden problemlos von Spezies zu Spezies weitergegeben. Ich sollte das nach dem, was Vernus zugestoßen ist, lieber nicht vergessen. Ich denke, dass Sie sauer sind wegen der Prügel, die Sie von Vernus erhalten haben. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir. Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat Rana verletzt.
ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf, wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halbtot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. Okay. Sie haben eine Frau beschützt, die Ihnen am Herzen lag. Das ist doch was Gutes. Vielleicht waren meine Intentionen gut, aber ich habe die Kontrolle verloren. Ich habe ihn getötet, Shepard. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Also ja, wahrscheinlich hasste ich diesen Turianer. Ich meine, wenn ein Arschloch reichen würde, eine ganze Rasse zu beurteilen, dann müsste ich auch die Menschen hassen. Vernünftige Einstellung. Behalten Sie einen kühlen Kopf, dann werden wir prima klarkommen. Vernünftig zu bleiben ist ungefähr alles, was uns geblieben ist. Jeder andere in der Galaxis scheint den Verstand verloren zu haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Mhm. Bei allem Respekt, Commander. Okay. Ansonsten steht hier, meine ich, niemand. Also wieder runter zur Garage. Können wir mal eben gucken. Ich glaube, um die Ausrüstung. Ja, Ausrüstung ist instand. Hatte ich mich schon drum gekümmert. Also, dass es manchmal so ein bisschen hakt, hat, glaube ich, mit dem Stream zu tun. Also, es hakt auch bei mir, aber das tut das Spiel normalerweise nicht. Also, liegt es wahrscheinlich doch irgendwie an mir und meinem Setup. Es hat mit dem Stream zu tun. Punkt. So. Und es erhält die Spannung aufrecht, wenn keiner von uns weiß, welches Bild als nächstes kommt. Mit dem müssen wir nicht reden. So, Garrus. Was gibt's? Commander, ich... Was kann ich für Sie tun? Liegt Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Naja, ich trödel ein bisschen, aber wir kriegen ihn schon. Und er hat diese verdammten Geht. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte... Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Ich weiß, dass Sie tun, was Sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann Sie. Aber wenn es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann, irgendetwas, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll und ich tue es. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber wir werden ihn finden. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Jawohl, Sir. Ich werde bereit sein. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Nein, auf Wiedersehen. Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Sie scheinen sich deswegen einige Gedanken gemacht zu haben. Schon möglich bei dem Rat. Sagen Sie, was Sie denken, Gauss. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für alle Mal. Nee, das ist nicht der Auftrag, Gauss. Wenn sich Saren nicht einsichtig zeigt, wenn er mich dazu zwingt, dann werde ich ihn augenblicklich töten. Aber nur, wenn es absolut notwendig ist. Aber was bringt es, ihn am Leben zu lassen? Er bekommt nur die Gelegenheit zu entkommen oder den Rat zu zwingen, ihn anzuhören. Und was ist mit den Geht? Sie könnten versuchen, ihn zu befreien? Wir wissen mehr über Sarens Pläne als jeder andere, aber was wissen wir wirklich? Wenn wir ihn einfach töten, haben wir keine Chance mehr, alles herauszufinden. Ja, ich verstehe Sie. Denken Sie wirklich, dass noch mehr dahinter steckt, außer der Tatsache, dass er ein durchgedrehter Irrer ist? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Aber dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Ja, Sir. Jo. Ja, Garrus will's immer auf die Renegade Corp Art regeln. Nur ein toter Verbrecher ist ein guter Verbrecher. Aber soweit sind wir noch nicht.
Jetzt müssen wir wieder mit Ashley reden. Commander? Er fällt mir auf, ich habe Liara auf dem oberen Deck total vergessen. Holen wir noch nach. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Sicher, wenn Sie Zeit dazu haben. Ich dachte, Sie wären mit taktischen Besprechungen und solchen Dingen beschäftigt. Ich? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass wir ausgerechnet heute angreifen. Das ist ein böses Omen. Du meinst den Jahrestag des Erstkontaktkrieges? Ja, sein Ende jährt sich. Meine Familie streicht ihn sich immer im Kalender an. Ich bin hier die einzige Williams. Und außer dir wird sich wahrscheinlich niemand sonst dafür interessieren. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? Ich tue mal so, als hätte ich die nicht gelesen. Habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich bin General Williams Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Verstehe. Darum treibst du dich immer so an. Ein Williams muss besser als der Beste sein, um gar nicht erst verdächtig zu erscheinen. Das hat mir mein Vater in der Nacht, in der er in den Ruhestand ging, gesagt. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Was ist nach dem Krieg aus deinem Großvater geworden? Er wurde seines Kommandos enthoben, sobald Shang-Chi befreit war. Man brachte ihn sogar in Ketten zurück auf die Erde, aber es gab nie einen Prozess. Sie degradierten ihn still und leise und setzten ihn hinter einen Schreibtisch. Ein Jahr später ging er in den Ruhestand. Den Rest seines Lebens verbrachte er als Bauarbeiter in den Kolonien. Ab und zu hört man, dass versucht werden soll, ihn auf offiziellem Weg zu entlasten. Aber es wird nie etwas daraus. Soweit ich weiß, hat dein Großvater lange Zeit standgehalten. Die Turianer zerstörten die Orbitalstationen schon bei der ersten Welle und besetzten die Großstädte. Sie hockten im Orbit und beschossen alles, was sich bewegte. Mein Großvater schickte die Truppen los. Aber als sie in die Städte kamen, um Vorräte zu besorgen, zerstörten die Turianer einen ganzen Häuserblock, nur um eine Einheit zu eliminieren. Es starben viele Zivilisten. Seine Truppen waren am Verhungern. Aber er konnte das Oberkommando der Allianz nicht erreichen. Also gab er die Garnison auf. Ah, deswegen ihre rassistische Abneigung gegen Aliens, oder was? Bist du darum immer so schlecht auf Ach so, den Rat zu sprechen? Rat. Ja gut, der Rat besteht Wenn aus alle anderen Aliens. An Shang-Chi denken und sagen können, aus diesem Grund muss die Menschheit stärker werden, dann kann ich das auch. Ich habe das Recht dazu. Nur damit du es weißt. Willst du mich von deinem Schiff werfen, Skipper? Du bist ein wichtiges Mitglied meiner Crew, Williams. Wenn ich wissen will, was der Kopf denkt, gehe ich zu Alenko. Will ich das Herz befragen, komme ich zu dir. Wow. Ich kann außerdem ziemlich gut Pool spielen. Außerdem muss ich noch einiges erledigen, bevor wir landen. Und du doch bestimmt auch. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Sie waren gefährlich, Skipper. Das haben sie schon vor 2000 Jahren bewiesen. Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Aber es war nicht meine Entscheidung, es war deine. Falls du noch nicht mit Zoni gesprochen hast, danke für das Vertrauen. Solltest du das vielleicht nachholen. Sie hat gerade erst ihre Mutter verloren, das muss wehtun. Ich wollte es nur erwähnen, Skipper. Ich muss noch mit dir reden, ich habe sie vergessen auf dem Deck. Chief. Sir. Immer schön den Finger in die Wunde legen. Aber erst checken wir Rex. Shepard. Sie ziehen es also vor, ein Söldner zu sein, anstelle ihrem Volk zu helfen. Ich bin ein Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Bereitet Ihnen das Schicksal der Kroganer keine Sorgen? Was zum Teufel soll ich denn Ihrer Meinung nach machen, Shepard? Ich bin es leid, meinen Arsch in die Ziellinie zu halten und keinen Dank dafür zu bekommen. Also haben Sie Ihr Volk einfach aufgegeben? Ich habe aufgegeben, für aussichtslose Ideen zu kämpfen. Ich bin nicht wie Sie, Shepard. Ich bin kein Held. Kurz gesagt, das Töten für Credits vereinfacht das Leben. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrem Volk zu helfen? Ich verdränge diesen Gedanken. Aber es gibt eine Menge kroganischer Söldner da draußen. Ich treffe andauernd auf sie. Oft genug werde ich dafür bezahlt, sie zu töten. Aber das ist nur Teil des Jobs. Man kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Bis dann, Rex. Shepard. Okay, zu Noveria hat er nichts zu sagen. Vielleicht noch die gute Tali.
Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Naja, ich brauche schon noch ein paar Streams, aber ja, das hoffe ich. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf die eine oder andere Weise wird alles bald vorüber sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Ohne sie wären wir nicht so weit gekommen, Tali. Sie haben mich gut behandelt. Quarianer werden oft als Bürger zweiter Klasse angesehen. Alle wollen nur, dass wir zu unserer Flotte zurückkehren und verschwinden. Aber sie haben mich wie alle anderen Crewmitglieder behandelt. Gleichrangig. Das ist etwas Besonderes. Und es zeichnet sie aus, Shepard. Ich möchte ihnen dafür danken, was immer noch geschehen mag. Ich werde sie vermissen, wenn sie zu ihren Leuten zurückgehen, Tali. So weit ist es noch nicht. Noch bin ich hier, falls sie mich brauchen. Ach, Tali. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Die liebe Tali. So. Dann jetzt noch einen Kondolenzbesuch bei Dr. Tassoni. Und dann können wir uns wieder etwas actionreicheren Themen widmen. Aber man muss sich gut um seine Crew kümmern, denn nur so kann man sich im Zweifel auf jeden Einzelnen verlassen. Sage ich immer. So. Liara. Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Das stimmt. Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benesia, die sie früher war, bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Die besten Eigenschaften Ihrer Mutter leben in Ihnen weiter. Ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Stärke. Nett von Ihnen, das zu sagen. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber es geht mir gut. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Wir müssen uns unterhalten? Über was denn? Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Okay. Über welches Thema Sie wollen? Über alles. Dann reden wir über Sie. Geht es Ihnen gut? Ja, komm. Wir öffnen uns. Wir haben Albträume, sage ich jetzt mal. Ich schlafe nicht sehr gut. Die Visionen halten mich die ganze Nacht wach. Ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Sie müssen in Bestform sein, Commander. Die Crew verlässt sich auf Sie. Das kann eine ziemliche Last sein. Ich kann die Verantwortung des Anführers verkraften. Aber wenn ich Saren nicht aufhalte, wird die gesamte Galaxis ausgelöscht. Tut mir leid, Commander. Das Letzte, was Sie jetzt brauchen, ist jemand, der Sie daran erinnert, wie schlimm es für uns Gibt aussieht. Es noch was anderes? Gibt es noch etwas anderes, über das Sie gern reden würden? Nein, danke für nichts. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Commander. Oh Mann. Okay. Geile Crew. So, dann geht's mal wieder ab nach oben. Öffne dich. So, und als erstes möchte ich mit dieser Nebenquest hier weitermachen. Dafür müssen wir ins Strenos-System. Nochmal kurz gucken, worum ging's. Begeben Sie sich in das Strenos-System des Pferdekopfnebels und suchen Sie nach Spuren, die auf den Standort von Gareths Bruder und den Verbleib seines Schiffes hindeuten. Jo, machen wir doch glatt. Gutes Timing, Commander. Oh, da kommt schon die nächste Quest rein. Von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ist sie vom Botschafter? Das ist nicht seine Signatur. Ich denke, sie kommt vom Rat. Ich übertrage sie an den Kommunikationsraum. Okay. Ach so, muss ich da jetzt? Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Über. Ich nehme sie im Kommunikationsraum. Mann, ich will sie aber nicht im Kommunikationsraum annehmen. Ich hatte mir doch schön diese Nebenquest rausgesucht. Mann. Ja, okay, los. Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Sie meinen Spione? Spectres lenken viel Aufmerksamkeit auf sich, Commander.
Aber sie sind nur ein Teil unserer Abwehrmechanismen. Oft sind die Sondereinheiten die bessere Option bei der Beurteilung von besonderen Situationen. Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Welche Informationen? Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen sie diese Sache näher untersuchen. Finden sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Okay, damit haben wir eine weitere potenzielle Hauptmission getriggert. Wettlauf gegen die Zeit. Saren ist auf der Suche nach der Röhre, einem uralten Relikt. Nee, das ist falsch. Würmeier. Sie haben erfahren, dass ein salarianisches Aufklärungsteam auf Würmeier Informationen über Saren haben könnte. Die Nachricht war nicht gänzlich verständlich und der Rat glaubt, dass das Team in Gefahr ist. Die Röhre finden. Sie müssen die Welten Ferros, Noveria, das Atem mit Tau-Cluster und Würmeier erkunden. Okay. Also wir müssen nach Würmeier oder Ferros, das können wir dann später noch entscheiden. Erstmal kümmern wir uns weiterhin um die Nebenquest. Beziehungsweise um beide. So, erstmal müssen wir ins Strenus-System. Tschüss, Noveria. War schön bei dir. Ah, da ist es ja schon direkt. Jo. Da reisen wir hin. Und schauen uns erstmal die Sequenz an, wie wir von Noveria entschwinden. Auf ewig. Raus aus dieser Kälte. So. Und jetzt müssen wir hier gucken, irgendwo soll hier ein Schiff. Ein geheimes Schiff sein. Ist das hier bei Xarin irgendwo? Nö. Ah, da. MSV Majesty. Die Majesty ist ein menschliches Modullastschiff der Korvlun-Klasse. Das Schiff ist ein Wrack. Alle Abteile sind offen und dem Weltraum ausgesetzt und der Fusionskern leckt. Die Schäden scheinen durch Massenbeschleunigerbeschuss anderer Raumschiffe verursacht worden zu sein. Privatbesitz Captain Willem. Eine schwache Spur radioaktiver Partikel, wahrscheinlich von einem atomaren Unterlichtgeschwindigkeitsantrieb, hat sie auf den nahegelegenen Planeten Xavin geführt. Okay. Müssen wir also nicht aufs Schiff, sondern hier runter. Oh, das gibt ja Action mit dem Marco. Ja, geil. Wir nehmen mit die gute Tali und Rex. Ja, damit können wir ordentlich einen Druff geben, schätze ich. So, ja. Ja, ja. Gut. And go. So, schauen wir mal auf die KT. Ui. Trümmer, Anomalie, verlassenes Camp, Anomalie, Anomalie und Söldnercamp. Jo. Eine Menge zu erkunden, wir fahren erstmal hier hin. Und natürlich ist es auch hier super eisig. Ich weiß nicht, ob das auf alle Planeten hier in dem System zutrifft. Wobei Noveria war ja im anderen System. Egal. So, da sind doch schon die Trümmer. Zack. Wie steige ich nochmal aus? Verstanden. So. Ja. Weg da, Tali. So, Trümmer, Bergen. Sie gehen nein. Vor. Ich folge da. Ihnen. Bergen. Zack, 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 zack. Geil. Insignien gefunden. Dieses Fragment scheint von einem alten Frachtermodell zu stammen. Ein Teil davon ist mit den Insignien des Chatty-Außenpostens gekennzeichnet. Boah, 30.000. Als nächstes fahren wir hier mal zu den Trümmern.
Oh, da ist noch was direkt bei den Trümmern. Das sind zwei Markierungen. Wo sollen die denn sein? Da sind Trümmer. Och, nee. Ein Dreschel und nimm das. Daneben. Oh, jetzt kommt er an. Jetzt können wir diese scheiß Tentakel von dem platt machen. Eins noch. So, jetzt zeig dich. Hau dich. Wow. Wo will er hin? Na los, na los. Nicht zu mir, nicht zu mir. Da ist er. So. Ja, der ist doch, der hat doch keine Leben mehr. Sehe ich doch. Jawohl. Geil. So. Wir können uns jetzt hier mal in Ruhe die Trümmer anschauen. Abgestürzte Sonde. Oh, knapp. Eieiei. Eieiei. Scheiße. Gerade so hingekriegt. Cool. Okay. Falsch. Ich wollte da rein. So. Dann, ich schätze mal, wir müssen zum Söldnercamp. Deswegen gucken wir uns als nächstes erstmal hier unten die Anomalie an. Also das Wichtigste zum Schluss. Wie immer. Und natürlich sind hier wieder Berge. Klar. Aber die gehen noch, die gehen noch. Sind nicht so hoch. Okay, das war nutzlos. Nutzlos. Ah, da sehen wir auch Mineralien. Sehr cool. So, was haben wir erstmal hier? Aussteigen, eine Leiche untersuchen. Entdeckung. Offensichtlich hat dieser Mann vor seinem Tod versucht, das nahegelegene Mineralienvorkommen zu markieren. Es lässt sich nicht klären, ob er umgebracht wurde. Okay. Hoffentlich werden wir jetzt nicht umgebracht, denn wir wollen ja das Gleiche tun. Zack. Erkunden, Iridium. Jawohl. So, als nächstes verlassenes Camp. Oh, jetzt sind wir direkt über die Leiche drüber gefahren. Naja, den stört's nicht mehr. Man kann das Camp schon sehen. Generator können wir aktivieren. Was bringt uns das? Entdeckung. In diesem Lager scheint niemand mehr zu sein. Es ist auch ein verlassenes Camp. Der Generator funktioniert noch, aber es gibt keine Anzeichen auf frühere Bewohner. Der Computer des Lagers listet diverse Standorte von Interesse auf. Diverse Standorte von Interesse? Oha! Trojanisches Wrack, die drei hier oben. Ja dann, machen wir uns auf den Weg zur Anomalie und nehmen vorher noch ein paar Mineralien mit. Geil, wie sieht's eigentlich mit den Waffen aus? Rex, du musst die Schrotflinte nehmen. Tali die Pistole, Leute ey. Bin ich denn der Einzige, der mitdenkt? So, und das. Ah, das war schon so, als ich hier ankam. Das hat der Wind dorthin getragen. Kann ich nichts für, ist sehr windig hier.
Wir fahren auf Stufe 1. So, wo sind die Mineralien? Hier eine Kuhle irgendwo. Da, oh. Ist das Gold? Kobalt. Jawohl. So, dann als nächstes weiter hier zum... Was war das zur Anomalie? Oh, der Sender war eine Falle der Geth. Fickt euch. Kommt die denn jetzt her? Zum Glück spielen wir auf leicht. Ah! Was da? Oh, wo hält der denn so viel aus? Oh, da sind ja noch mehr. Zack. War es das? Jo. Alter. Nehmen wir diese Geth. Okay, dann zuletzt zum Söldnercamp und auf dem Weg können wir nochmal ein paar Mineralien wegsnacken. Oder wegmarkieren. Whatever. Vollgas. So. Oha, das ist... Ich bin unterwegs. Ich hoffe, ich komme da wieder hoch. Ist nämlich schon recht steil. Palladium. Boah, das war knapp. Okay. So, Leute. Dann ab zur letzten Location hier. Ah, wir können die Gegner schon sehen. Auf dem Radar. Ist die Frage, können wir von oben schießen? Ich sehe die nur kaum. Ich könnte hier... Da ist ein Geschützturm. Ah, die schießt zurück. Da hinten ist noch ein Geschützturm. Jawohl, ah! Ach, da ist auch noch einer. Noch geht's in Marco gut. Oh, wo sind die denn? Schießen die? Ach, von da hinten schießt nur einer. So, die Geschütztürme sind da und es sind nur noch kleine Leute unterwegs. Ja, die können wir auch einfach überfahren, oder? Geronimo! Ah, man muss den natürlich auch treffen. Der ist down, den anderen überfahren wir. Ja, die anderen beiden. Haha! Die leben noch? Haha! Einer lebt noch. Einer lebt noch. Er lebt noch. Wow, wie kann man so schlecht schießen? Okay, das waren aber keine Geth. Das waren tatsächlich People. POP, People of Pirates oder so. Go! Alright. Ist hier irgendwas zum Looten? Nein. Oder? Nein. Tür auf. Knarre gezückt. Oh, die schießen ja schon. Ha! Alter. Nimm selber das. In die Deckung. Hängt der da oben so komisch rum? Okay, sind noch zwei Leute. Ah, die kommen zu uns. Sehr gut. Oder? Kommt der noch ein Stück? Kommt der noch ein Stück? Rex, geh mal dahin. Lass dich mal beschießen. Hol den mal raus. Oh, okay. Oder bring ihn selbst um. Sehr gut, Rex. Bravo, Rex. Ist der andere oben? Wahrscheinlich, ne? Oder steht der hier hinter der Box? Ne, der steht oben, wa? Der ist oben. Okay, wir gucken aber erstmal hier unten.
Oh, da hinten ist was zu looten. Ja, Tani, gib's der Wand. Gib's der Wand. Sehr gut. Die steht nicht mehr auf. Dechiffrieren. Eingesackt. So, wir gucken erstmal hier, ob es was zum Looten gibt. Wow. Wow, so viele Spinde und kein einziger geht auf. Außer der Müllkanister. Wow. Okay. Ah, da oben zeigt er sich. Ja, nicht, ist kein guter Zeitpunkt. Nicht tödlich getroffen. Ja, dann komme ich halt hoch, wenn du nicht runterkommst. Krieg ich hin. Krieg ich hin. Ich mach dich fertig. Ach ja. So. Eine Kiste. Und noch eine Kiste. So, wir müssen ja jetzt irgendwie rausfinden, was mit dem Bruder passiert ist, ne? Ich hoffe, der ist hier irgendwie in dem Raum. Ja, gut. Ja, ist er. Nur da liegt er. Dechiffrieren. Mittelschwer. Ja, hingekriegt. Ja, gucken wir uns erstmal die Leiche an. Captain Willem. Anomalie identifiziert. Sie haben die Leiche von Captain Willem von der MSV Majesty entdeckt. Seine schon steifen Finger hielten ein kleines Datenpack umklammert. Okay. Können wir hier noch was? Nö. So, was ist jetzt mit der Quest? Sie haben herausgefunden, was mit Willem, Gareths Bruder, geschehen ist. Kehren Sie zum Citadel-Turm zurück und berichten Sie Gareth vom Schicksal seines Bruders. Gut, das passt, weil wir ja eh zur Citadel wollen. Also, ich will zur Citadel. Da geht nämlich dann, glaube ich, die andere Quest mal ein bisschen weiter. So, erstmal wieder raus. So. Und das war falsch. Ab zur Normandy. So, jetzt habe ich geguckt. Codex, ja, haben wir gelesen. Squad, wir können wieder einen Punkt vergeben. Oh, schmeicheln. Perfektionieren. Mit ein bisschen Ladendiscount. Sehr gut. Brauchen wir wahrscheinlich eh nicht mehr, weil wir schon, wo sieht man's? Millionär sind. Wir haben 3,8 Millionen Credits. Gut. Jetzt gucken wir mal eben Ausrüstung von Shepard. Gibt's hier irgendwas? Nee. Nee. Nee, auch nicht unbedingt. Hier das. Nee, ist zu schwach. Nö. Ist alles... Ah, Rex kann vielleicht eine neue Rüstung tragen. Egal, wir fliegen erstmal zurück zur Citadel. Waren wir auch lange nicht mehr. Zurück zum intergalaktischen Hauptquartier. Jo. Und einmal auf die auf der Citadel landen. So, Kommandant geht an Land. Navigator Presley hat das Kommando. Ich bin da mal weg. Gleiches Team wie eben. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen.
Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Sehr gut. So, Squad können wir aber auch noch bei den anderen... Oh, Rex hatten wir ja lange nicht mehr. Ja gut, ist mir aber eigentlich auch egal. Weil die wichtigen Sachen hat er alle. Ja. Und Tali... Ist mir auch egal. Vielleicht den Schrotflinte, falls du mal wieder aus Versehen die Waffe wechselt, dass sie nicht ganz hilflos ist. So, Rex, was ist hiermit? Jo, das ist besser. Oh, das ist wesentlich besser. Oh, ja. Das sieht aber auch geil aus, ne? Von so zu... Jawohl. Sieht ja direkt aus wie so ein Warlord. Leider haben wir alle Rüstungsupgrades verkauft. Das heißt, da müssen wir ein bisschen warten, bis wir wieder... Bis wir ihm ein zweites geben können, aber macht nichts. Wir können zur Not auch hier auf der Citadel 1 kaufen. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen zum Citadel-Turm. Allianzvertreter berichten, dass die Geth-Invasion im Armstrong-Cluster abgewehrt wurde, wobei die Geth schwere Verluste hinnehmen mussten. Um zukünftige Geth-Aktivitäten eindämmen zu können, plant die Allianz, in dem Gebiet eine starke Präsenz aufrechtzuerhalten. Und wir müssen zu den Märkten, glaube ich. Vielleicht gehen wir da als erstes hin. Diesmal niemand mit uns sprechen hier. Reporter oder so? Nee. Gut, Bezirke, Märkte. So, wo ist er denn? Da ist er doch. Der Fan. Hey, Commander Shepard, ich bin's. Konrad Werner, erinnern Sie sich an mich? Ja, leider. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich. Hauen Sie ab. Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. In den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Außerdem heißt es, dass sie sich von niemandem was gefallen lassen. Sie zeigen allen, was die Menschen so drauf haben. Hey, kann ich ein Foto von ihnen machen? Ja. Ich habe kein Problem damit, aber warum? Sie sind ein Held, Shepard. Noch in Jahrzehnten wird sich die Menschheit an sie erinnern. Und ich habe dann ein Foto von ihnen. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Oh Gott. Perfekt. Cringe. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Das wird sie. Alright, dann müssen wir jetzt zum zum Citadel-Turm. Danke. Hat von Präsidium Citadel-Turm. Sie sind im Citadel-Turm angekommen. So, wo stand denn der Typ? Ich glaube, der stand hier mittig irgendwo. Ja, da sehe ich schon das Ausrufezeichen. Schlechte Nachrichten, Gareth. Schlechte Nachrichten. Gibt es schon Neuigkeiten? Haben Sie meinen Bruder gefunden? Ich habe die Leiche Ihres Bruders gefunden. Sein Schiff war von Piraten angegriffen worden. Willem ist tot? Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Als der Kontakt zu seinem Schiff abriss, wusste ich es instinktiv. Aber ich hatte trotzdem gehofft, er würde noch am Leben sein. Es tut mir aufrichtig leid. Danke, dass Sie ihn gefunden haben. Es ist immer besser zu wissen, was passiert ist. So heißt es doch immer, oder? Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss mich um seine Beerdigung kümmern. Schade, schade. So, weitere Nebenquests haben wir nicht. Ja, der Fan, das steht noch weiter aus. Jetzt ist natürlich die Frage. Vermeier oder Ferros? Als Hauptquest. Wenn ich einen sehr aktiven Chat hätte, würde ich jetzt natürlich euch die
Entscheidung überlassen. Aber ich gehe erstmal zu den Märkten und guck nochmal, dass ich da irgendwo was gekauft kriege. Gibt es da irgendwo was? Oder Bezirkszugang? Muss ich da hin? Es gab doch in der Nähe von den Botschaften, gab es doch diesen einen Hanar, der geile Sachen verkauft. Weil geil ist relativ. Mal schauen. Okay, hier wollte ich nicht hin. Aber wo ist denn der Hanar? Ist der da hinten? Oder war der auf dieser Seite? Ich glaube da hinten. Oder? Der ist nicht auf der Seite von den Botschaften, also ist er wahrscheinlich hier. Können wir eben gucken, haben wir irgendwelche Ausrufezeichen? Nö. Aber Jake hätte das ganz sicher nicht gewollt. Da vorne steht er. Woher willst du wissen, was man... Wieder einmal herzlich willkommen. Zeigen Sie mir bitte Ihre... Ja, ja, zeigen. Nichtmenschliche Panzerung. Oh. Vergleich. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist besser als das, was Rex hat. Oh, 460.000. Da ist unser Millionärstatus aber auch sehr schnell wieder weg. Naja, komm. Dann kauft man schon mal was. Hä, warum kann ich das denn nicht kaufen? Hä, los, ich will das hier. Das kaufen, bitte. Hallo? Ach so, annehmen. Ich bin zu doof für das Kaufmenü. Okay. So, Rex, ich hoffe für dich, dass das jetzt auch cool aussieht. Jo, sieht genau gleich aus. Okay. Dann verkaufen wir den Rest. Wieder einmal Herz. Möchte etwas kaufen. Oh. Nichtmenschliche Panzerung verkaufen. Und zwar Kogana und Kogana. So, den Rest weiß ich noch nicht. Können wir aber mit den beiden mal gucken. Gibt es hier irgendwas, was besser ist für euch? Ja, der Punisher. Ja, nimm den. Und Vitali. Nee, nicht viel besser. Oh, der zieht schon. Jo, okay. Gut, was hast du denn wieder sonst noch so? Ich möchte etwas kaufen. Oh, es ist Upgrades. Was brauchen wir denn für Upgrades? Boah, ich bezahle doch nicht 500.000 für ein Upgrade. Die finde ich doch dutzendhaft irgendwo. Wieder einmal herzlich. Okay, was haben wir noch? Die Standardobjekte, ne? Gibt's da irgendwas Vernünftiges? Nee, das ist Schrott. Das ist Schrott. Das ist Schrott. Das ist auch Schrott. Das ist wahrscheinlich auch, ne? Ja, auch Schrott, Schrott, Schrott. Ja, wir können höchstens mal Lizenzen kaufen. Okay, besser als nichts. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten zu Normandy zurück? Ah, da vorne. Weil ich glaube, hier haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu suchen. Aber jetzt Ferrus oder Wehrmeier? Ferrus oder Wehrmeier? Schwierig. Ach, da wollte ich gar nicht hin. Hab mich verklickt. Egal, geht ja schnell. Präsidium. Wobei, ich will eine Sache noch schauen bei... Wie heißt das denn? Bezirke. Ist es das Flux? Nee, Koras Nest. Glaube ich. Koras Nest war doch diese Assi-Kneipe, oder? Ja. Hallo. Man hatte mir gesagt, dass du es seist. Kaum zu glauben. Shepard ist jetzt erwachsen und beim Militär. Sind wir uns schon begegnet? Ich bin Finch. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr an mich, aber wir waren beide bei den 10th Street Rats. Vielleicht kannst du dich ja gar nicht daran erinnern, in einer Gang gewesen zu sein. In den Videos über dich wird nie was davon gesagt. Die Leute können meine Vergangenheit ruhig kennen. Ich habe nichts zu verbergen.
Tatsächlich. Und wenn jemand ein Interview gibt und über Commander Shepards Zeiten in der Gang berichtet? Wir wollen keinen Ärger machen, sondern dich nur um einen kleinen Gefallen bitten, Shepard. Aus alter Verbundenheit. Einer der Reds, Kurt Weisman, wurde von den Turianern eingebuchtet. Vielleicht kannst du mit der turianischen Wache in der Bar reden und ihn rausholen. Warum wurde der Mann verhaftet? Nur irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht hatte er ein bisschen roter Sand dabei. Du kennst die Turianer ja. Sie haben eine große Sache draus gemacht und wollen ihm jetzt den Prozess machen. Was macht ein Mitglied der 10th Street Reds denn auf turianischem Gebiet? Seit du nicht mehr dabei bist, haben die Reds ihre Geschäfte ausgedehnt. Ein paar Hilfsdienste hier, ein paar Transporte da, solche Sachen eben. Mhm. Du glaubst nicht etwa, dass ich Wiseman bei einem Gefängnisausbruch helfe, oder? Natürlich nicht. Aber die Leute sagen, dass du ziemlich gut mit diesen Aliens umgehen kannst. Mit diesen Aliens? Wir bitten dich nur, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Alter, lass mich doch nicht erpressen. Vor allem, was glaubt er, wer er ist? Ich bin Commander Shepard. Ich bin der erste Spectre der Menschen. Ich habe einen Kroganer dabei. Und er steht hier so, hey, ich könnte ein Interview über dich geben. Ja, wenn du überhaupt noch dazu kommst, Bruder. Ich bin in keiner Gang mehr, Finch. Also lass mich in Ruhe. Wie du meinst, Shepard. Aber wenn du deine Meinung änderst, er ist in Kuras Nest. Wenn du dich darum kümmerst, werde ich dich zukünftig in Ruhe lassen. Und Shepard, auch wenn du nicht mehr bei uns bist, als Feinde können wir dir das Leben immer noch schwer machen. Das bezweifle ich ehrlich gesagt. Weil ich als Spectre töten kann, wen ich will. Und auch das Equipment habe. Aber gut. Kannst du es ja gern versuchen. Okay. Ja, den wollte ich nochmal kurz abgrasen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Negatives draus entsteht. Mal gucken. Nicht Zitadellturm, sondern. Wo ist es denn? Bezirke war das, ne? Zitadell Sicherheitsdienst. Genau. Ab zur Normandy. So, dann fahren wir mal nach oben. Allianzvertreter haben einen gefährlichen Kult, der vom früheren Allianzoffizier Major Kyle angeführt wurde, zerschlagen. Major Kyle ergab sich und ist nun wegen seiner ernsten posttraumatischen Stresssyndrome in Behandlung. Ach ja. So, zurück. Zu Hause. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination. Steht ein bisschen nah an der Wand dran, aber okay. Ich kann nicht kaum erwarten, reinzugehen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So. Ich guck mal kurz nach der Ausrüstung. Das war nicht viel, ne? Ja, komm. Dann ist auch egal. Pharos oder Würmeier? Die Sache ist, ich glaube, Würmeier ist geiler. Aber das Problem ist, Pharos müssen wir auch machen. Oder... Wir haben hier noch den DLC, aber ich weiß nicht, ob der gut war. Ein Asteroid. Oh, war der gut oder nicht? Ja, komm, machen wir den. So. Utopia, was ist da? Arcadia, gibt's nix. Eden Prime. Ach, das ist... Ja, okay, dann wird's hier wahrscheinlich nichts mehr geben. Eden Prime, da hat doch alles angefangen. Ich wusste gar nicht, dass man hier noch hin kann.
Okay, dann müssen wir hier zum Asteroid X-57. Nach Asgard. Oh, hat man auch schon mal gehört. Sehr cool. Terra Nova. Ja, Bor. Bor. Tier. Loki. Süß. Und Terra Nova und ein Asteroid. So, was ist hier das Problem? X-57 ist ein metallischer Asteroid und befand sich ursprünglich am hintersten Lagrange-Punkt des Gasgiganten Bor. Mit der immer stärker werdenden Entwicklung auf Terra Nova wurde auch eine neue orbitale Hafenstation nötig. Aufgrund zu geringer Geldmittel wurde entschieden, X-57 auszuschlachten und mit den abgebauten Rohstoffen das Innere der Station bewohnbar zu machen. Der Asteroid wurde mit Hilfe von Fusionsantrieben aus der Umlaufbahn von Bor geschleudert, sodass er direkt in die Umlaufbahn von Terra Nova fallen sollte. Seit kurzem ist die Kommunikation zum Technikteam auf X-57 abgerissen. Die Fusionsantriebe wurden neu gezündet und der Asteroid rast auf Terra Nova zu. Alright. So ganz habe ich das nicht. Achso, er sollte in die Umlaufbahn fallen und dann quasi immer rund, damit man ihn so als Ersatzteillager nutzen kann. Und jetzt aus irgendeinem Grund fliegt er direkt drauf zu. Ja gut, war ein riskanter Plan von vornherein. Aber hab schon schlimmere Pläne gehabt. So, Garrus ist doch auch ein guter Techniker, ne? Dann nehmen wir mal, machen wir eine Männerrunde. Coole Männer, also nicht mit Caden. Mit Rex und Garrus. Go. Status. Sensoren erfassen drei Fusionsantriebe auf Asteroid X-57. Bei seiner derzeitigen Beschleunigung wird der Asteroid in ungefähr 4 Stunden mit Terra Nova kollidieren. Analyse. Antriebsdrüsen deaktiviert werden, um die Beschleunigung zu drosseln. Hallo, ich habe Ihre Nachricht mitgehört. Können Sie mich hören? Haben mich zwar noch nicht gefunden, aber ich kann trotzdem nicht lange reden. Schalten Sie die Fusion. Werden wir alle sterben? Gott, ich hoffe inständig, dass Sie mich hören können. Oha. Okay. Willkommen bei dem einzigen DLC vom ersten Mass Effect Teil. Was haben wir denn hier direkt? Nichts, was auf der Karte ist. Wir befinden uns nicht auf einem Planeten, sondern auf einem Asteroiden. Das ist nochmal was Neues. Da hinten sehen wir auch schon einen dieser Fusionsantriebe, oder direkt zwei. Und wir sehen natürlich, was ich jetzt cool finde, am Horizont Terra Nova. Und wir sehen anhand von diesen Schlieren, dass wir uns darauf zubewegen. Finde ich ganz nett. So, was haben wir denn hier? Körper von G. Mendel. Dieses Opfer wurde brutal verprügelt und dann aus nächster Nähe von einem Pistolenschuss in den Hinterkopf getötet. Vermutlich hat er sich ergeben und wurde dann von seinen sadistischen Verfolgern exekutiert. Okay. Also wir wissen schon, auch aus der Nachricht, dass irgendjemand hier wahrscheinlich bewusst den Asteroiden in den Planeten lenken will. Es ist nicht irgendwie ein technischer Fehler, dass das Ding jetzt auf dem Planeten zurast. Stationsprotokolle untersuchen. Letzter Eintrag, Forschungsstation 3, protokolliert von Techniker G. Mendel. Der zentrale Funkturm ist wieder mal defekt. Nie hört mal jemand auf meine Warnungen bezüglich einzelner Fehlerquellen. Ich bin überrascht, dass unsere Oberflächenkommunikation überhaupt funktioniert. Wenn Slays auftaucht, um mich abzulösen, werde ich mal sehen, ob ich die alte Lady wieder flott bekomme. Okay. Gut, die Nachricht, die wir empfangen haben, hat uns ja gesagt, wir sollen die Fusionsantriebe abschalten. Das macht ja auch Sinn. Damit, das Ding hier vielleicht von der Umlaufbahn erfasst wird und, ja, abgebremst wird. Weil von der Eigengeschwindigkeit her ist es wahrscheinlich nicht stark genug.
um einfach so auf eine Erde zu krachen. Oh, ich sehe schon ganz viele Feinde. Aber was sind das für welche? Türme oder was ist das? Schießt schon jemand? Nee. Ja, ich auch. Da oben sind Türme. Okay, erster Down. Achso. Okay. Zweiter Down. Dritter Down. Boah. Ey, ey, ey. Wieder einer down. Hier oben ist noch einer. Und hier ist noch irgendwo einer hier. Der hat aber noch seine Schutzhülle hoch, oder was? Zack. Okay, die sind down, wobei hier liegt noch irgendwas. Was liegt denn hier? Dieser DLC hier ist übrigens Half-Blind, weil, also normalerweise, das normale Mass Effect habe ich schon mehrfach durchgespielt, gehört halt zu meinen absoluten Lieblingsvideospielreihen. Aber die DLCs eben in eben dieser Legendary Edition nur einmal. Also ich wusste, dass es irgend so ein Asteroiden-Ding hier gibt, aber was jetzt genau auf uns zukommt, weiß ich nicht. Das Ding war irgendwie nutzlos, ne? Was steht auf der Karte? Funkturm, okay. Gut, ich hoffe mal, dass wir hier irgendwie rein können und hier von innen den Antrieb ausschalten. Wir gucken einfach mal. Gebäudeeingang betreten. Alright. Oh, da liegt schon jemand. Aua, aua. Batterianer. Batterianer. Und was ist das? Baron oder wie heißen die? Batterianische Kriegsbestie. Boah, kann ich's mir sehen. Moment, Moment. Warum schießt du nicht mit deinem Präzisionsgewehr, Garrus? Oh, meine Waffe ist noch blockiert. Was ist das denn? Muss ich auf eine andere wechseln? Geht die? So, jetzt kann ich wieder ballern. Tatsache, ich habe die Schilde verloren. Okay, komm raus. Komm, 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 komm. Oh, da sind noch weitere. Ich dachte, ich kann mich hier ranschleichen an denen. Fuck. Garrus, du stehst im Weg. Boah, fast down. Jawohl. Okay, Leute. Wo sind noch? Da sind noch. Hier ist noch einer. Komm, den hau ich um. Sehr gut. Okay, war es das schon? Ich weiß es nicht. Hier auf dem Radar sehe ich nichts. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass sie selbst in den DLCs hier diese Locations immer irgendwie recycelt haben, ne? Ja, theoretisch, da hinten geht es halt auch wieder hoch und so. Und hier unten ist ein Raum. Naja, das ändert sich ab dem zweiten Teil, aber im ersten ist halt viel recycelt von den Locations. Da liegen die Stärken eher in anderen Teilen des Spiels, zum Beispiel Worldbuilding, zig neue Alienrassen und so weiter. Und Spinde, die man dechiffrieren kann. Oh, wenn man nicht zu doof ist. Oh, wenn man nicht zu... Ah ja, gut. Ein Spind, um genau zu sein. Wow. Wow. Okay.
hier noch irgendwas? Nee. So, ist jetzt hier dann eine Steuerung oder ist, war das einfach nur unnütz hier? Ah, da ist eine Steuerung. Sehr gut. Dechiffrieren. Ah, komm schon. Boah. Boah. Boah, das war knapp. Das war knapp. Okay, Antrieb deaktivieren. Ah, natürlich muss ich die dechiffrieren, aber das ist easy. Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Jawohl. Machen Sie das? Können Sie mich hören? Ja. Ich kann Sie hören. Was ist hier los? Wer sind Sie? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terra Nova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Warum machen die das? Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terra Nova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. Okay. Wir haben noch einige mehr Antriebe to go. Ich glaube drei. Ich glaube, es sind insgesamt vier. Wenn wir Glück haben, sind es insgesamt drei. Und wir haben nur noch zwei vor uns. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Tür auf. Aha. Ha, hey. Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Es braucht mehr als ein Schüsschen, um mich außer Gefecht zu setzen. Tut mir leid. Du Lappen. Ich habe erst bemerkt, dass Sie ein Mensch sind, als... Naja. Ich schätze, ich bin kein Vorzeigesoldat. Das bin ich, ein Vorzeigesoldat. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Commander Shepard von der Allianz. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terra Nova erreichen. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Ich... Meine Familie. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Wie alt soll er denn sein, dass er schon Enkel hat? Ich habe keine Zeit, das im Kopf auszurechnen. Was passiert, wenn wir diesen Felsbrocken nicht aufhalten? 4 Millionen Menschen sterben. X-57 hat einen Durchmesser von 22 Kilometern. Doppelt so groß wie der Asteroid, der damals auf der Erde die Dinosaurier auslöschte. Es wäre so, als würden Millionen Fusionsbomben auf einmal detonieren. Millionen. Die Hitze der Explosion würde selbst in 1000 Kilometern Entfernung noch ihre Kleidung verbrennen. Es wird verheerende Brände auf dem ganzen Planeten geben. Die Druckwelle wird alles im Umkreis von hunderten Kilometern dem Erdboden gleich machen. Terra Nova wird sterben, Shepard. Nicht nur unsere Kolonie, nein, der ganze Planet. Es wird einen Klimawechsel geben, Massenaussterben. Das Ökosystem wird tausende von Jahren brauchen, um sich davon zu erholen. Vielleicht sogar Millionen. Was ist das? Und wenn er im Wasser landet? Das ist eigentlich eine doofe Frage, aber okay. Besteht die Möglichkeit, dass er in einem der Ozeane landet? Das wäre noch viel schlimmer. Tsunamis würden mit hunderten von Kilometern pro Stunde landeinwärts rasen. Millionen Tonnen Wasser würden beim Aufprall verdampfen. Der gesamte Planet wird in Wolken gehüllt sein. Sämtliche Pflanzen könnten sterben. Und dann würde das komplette Ökosystem umkippen. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber glauben Sie mir, es wäre verheerend. Das ergibt doch keinen Sinn. Batarianer organisieren sich oft in kriminellen Gangs. Nicht sehr ethisch, aber profitabel. Sie zerstören keine Welten. Was würden Sie dadurch gewinnen? Ich kenne alle Geschichten. Sklavenhändlerringe, die Menschen wie Tiere verhökern. Piratenbanden, die Kolonien niederbrennen. Aber das ist... Die Citadel-Konventionen untersagen mutwillige Asteroidenkollisionen. Ich hätte nie gedacht, die Batarianer würden so weit gehen. Sie waren hier, als all das passierte. Wie viele Batarianer haben Sie gesehen? Und wo waren Sie? Sie sind bei der Hauptanlage gelandet. Sie haben die Zugangscodes geändert. Wir kommen jetzt nicht mehr rein. Keine Ahnung, was da drinnen vor sich geht. Ich habe gesehen, wie sie in Gruppen zu jeder der Fusionsstationen gingen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele. Genug, um sie in einen Kampf zu verwickeln. Haben Sie eine Ahnung, wer dahinter steckt? Wer sie anführt? Das könnte uns einen Hinweis geben. Ich habe ein paar von Ihnen einen gewissen Ballack erwähnen hören. Er scheint hier das Sagen zu haben. Michael! Sie war nicht überzeugt, das hier sei eine gute Idee. Aber sie hatten eine Heidenangst vor dem Kerl. Angst genug zu tun, was er will.
Die meisten Batterianer sind keine Genoziden-Irren, aber das hier sind Terroristen. Ich weiß, es ist nur... Ich hatte diese Entwicklung nicht erwartet, als ich heute Morgen aufgestanden bin. Okay. Überall Batterianer und ich muss alle drei Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen. Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Oh, daran erinnere ich mich. Dann sollte es kein Problem geben. Sie haben sie angebracht. Können Sie sie auch deaktivieren? Leider nicht von hier aus. Am Eingang zur Fusionsanlage innerhalb des Detonationsbereichs gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen. Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batterianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Wissen Sie, wo ich sie finde? Sie haben unsere Außenausrüstung überprüft. Am einfachsten wäre es, wenn Sie sich in den Funkturm an der Oberfläche einklinken. Die Ausrüstungsstationen erscheinen dann auf Ihren Sensoren. Mindestens einer ist tot? Ach so, ja. Ich werde sie suchen. Den wir gefunden haben, ne? Die Fusionsantriebe Priorität. Ja. Da haben Sie recht. Terra Nova zu retten ist wichtiger als mein Team. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batterianer haben sie als Geiseln. Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batterianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinem besten Ingenieur. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, ganz schön viel zu erzählen dafür, dass er so ein nutzloser Soldat ist. Was kann schlimmstenfalls passieren? Wir können den Asteroiden nicht aufhalten. Können wir dann jedenfalls die Kolonie evakuieren? Shepard, es hat 30 Jahre gebraucht, die Bevölkerungszahl diese Größe erreichen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass Sie ein paar Leute in abgelegene Gebiete bringen können. Aber Sie werden es nie und nimmer schaffen, mehr als einige Tausend von dem Planeten wegzubringen. Wir haben einfach nicht genug Schiffe. Niemand hat das. Gut, vielleicht die Quarianer. Aber ich bezweifle, dass sie spontan auftauchen und uns ihre Hilfe anbieten. Ich bin gespannt, was Tali gesagt hätte, wenn wir sie jetzt hier dabei gehabt hätten. Aber wahrscheinlich, nee. Warum sollte das Ding hier überhaupt bewegt werden? Ursprünglich sollte der Asteroid in die Umlaufbahn von Terra Nova geschleppt und dann vermint werden, sodass letztendlich das Grundgerüst für eine Raumstation entsteht. Diese Vorgehensweise ist um einiges günstiger, als von der Planetenoberfläche alles in den Orbit zu schaffen. Die gewonnenen Mineralien decken sogar fast die Kosten. Was können Sie mir über Kate sagen? Messerscharfer Verstand und unglaublich mutig. Ich hoffe, sie bleibt in ihrem Versteck, wenn die sie finden. Katie, mach keine Dummheiten. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können, wenn die Batterianer zurückkommen und sie finden. Ja. Ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. So. Go, go. So, Funkturm, Forschungsstation B, Fusionsantrieb, Fusionsantrieb, Hauptanlage. Okay, wir fahren mal zum nächsten Fusionsantrieb. Der hier ist nämlich aus, ne? Genau. Den haben wir schon erfolgreich ausgeschaltet. Sehr gut. So mag ich meine Fusionsantriebe. Ah, ja, klar. So, jetzt hoffe ich, ich habe nicht ganz aufgepasst oder kann mich nicht erinnern, wo waren diese Minen? Da waren die Minen, bei dem Fusionsantrieb, ne? Aber ist das der? Das ist der, ja. Ich hätte gehofft, dass das vielleicht nur eine Hauptanlage ist oder so. Nee. Okay, und oh, Geschütztürme hat er ja auch immer noch. Minus 1. Minus 2. Minus 3.
Ja, bitte zu Fuß weitergehen. Oh, ich weiß, dass ich das schon häufiger mal verkackt habe. Deswegen, erstmal hier aufstocken, Fitness, ja. Garrus soll hier, kann hier schön in Elektronik gehen und so, bringt zwar nicht viel, aber ist okay. Und hier noch ein bisschen, okay. Rex, ja, hier entwerfen, das passt zu Kroganern. Haben wir hier lesen, ups, Tagebuch, ja, ja. Und am besten mal speichern. Denn hier können wir gut drauf gehen, glaube ich. Sind das diese Minen? Darf ich da nicht zu nah ran? Oder Bewegungsmelder? Boah! Aber, okay. Hä? Okay. Das wird spannend. Ich bin doch zwischen denen durch. Muss ich da schneller durch, oder? Warum ist denn da hinten jetzt was explodiert? Die beiden... Endlich etwas Action! Hä? Was? Wo? Wer? Warum wurde die Waffe gezogen? Habe ich die gezogen? Leute, Fehlalarm. So. Und wenn ich zwischen den beiden durch... Muss ich da durchrennen? Oder wie? Lauf, Jeppard, lauf! Hä? Vielleicht muss ich links rum? Hm. Ah, gehen wir mal links rum. Hier sind halt überall Minen. Wie soll ich denn da... Hä? Ach! Kann ich die einfach platt schießen? Natürlich nicht. Warte mal, kann ich einfach Rex da durchschieben? Rex, geh mal... Nee, doch, geh mal da hinten hin. Schalten Sie sie aus! Hä? Ach, Moment, es wurde gesagt, irgendwo ist eine Steuerung, ne? Und wir werden noch beschossen. Von wem? Da hinten ist irgendwo jemand. Da, genau. Zack. Zack. Nein, hör auf zu piepen, hör auf zu piepen. Leute, wer piepst denn da? Warte mal, da ist... Nee, das ist einfach nur eine Mine. Wo ist denn dann diese Steuerung? Da hinten? Sie mich verarschen? Warte mal. Geil. Was? Ach du Scheiße. Ich befinde mich irgendwo unterhalb von diesen ganzen Minen hier. Zündkapsel, Zündkapsel, ja. Ja, Alter. Und da drin ist ein Fusionsantrieb. Warte mal, oder kann ich noch gar nicht lang? Zündkapseln meinen, sie wurden gewarnt, dass einer der Antriebe von unterirdischen Sprengladungen umgeben ist. Sie müssen auf Simarco aussteigen und zu Fuß weitergehen. Ja, hat ja gut geklappt. Die Zündkapseln sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Je näher sie ihnen kommen, desto wahrscheinlicher wird, dass sie explodieren. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, Alter. Ja, aber... Hier durchrennen? Ha! Hat geklappt. Oh, weg, 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 weg. Ui, also muss ich doch... Mit Rennen kann ich es doch schaffen. Sehr gut. Da ist immer noch einer. Hier schön hinter den ganzen Sprengladungen verstecken, ne? Weichei. So, wo war denn hier da? Sprengladungen entschärfen, ist doch geil. Zack! Da haben wir es doch. Au! Okay, das müsste alles sein. Gut, dann gehen wir mal rein. Okay, Männer, alles fresh? Joa, sieht so aus. Wieder 1000 Spinde. Keiner für uns.
Tausend und ein Spind. Tötet sie alle! Ja. Oh, was ist das? Ist das eine... Ah! Das kann ich machen. Ah! Wächst du ein bisschen weh? Mann, ständig überhitzt dir meine Waffe. Ich find's cool, dass Garrus da hochgestiegen ist, aber er sollte auch mal was treffen. Okay, Leute, wir müssen mehr in die Offensive gehen. Rex, da hinten hin. Ich kümmere mich um den Bastard hier oben. Okay, Zeit fürs Präzisionsgewehr. Wir sind zu weit weg. Pow! Pow! Jawohl. Der ist down. Da. Fast, fast. Komm her, komm her. Jawohl. Das sind noch so viele. Da ist noch einer. Noch so eine Drohne oder was das ist. Die ist doch noch nicht explodiert, oder? Da oben ist sie noch. Jetzt ist sie down. Wo sind die anderen zwei? Okay. Okay. Garrus, geh da hin. Mach den fertig, ich supporte dich emotional. Du schaffst das! You can do it! Jawohl, down. Einer ist noch da. Angeblich frontal. Okay. Rex, komm mal mit. Ich öffne dir mal die Kiste. Okay, Tür auf und... Niemand drin. Aber Spinde, sehr schön. Sehr schön. Ach, da ist er. Ha. Aber er hat immer noch seine... Au! Granaten. Gut, das sind nicht alle. Ich sehe auf dem Radar immer noch einen, aber der ist hinter der Tür oder ist es eine Granate noch? Da ist noch eine Granate. Rex, komm mal hoch! Jetzt ist sie weg. Okay. Besser er löst die aus als ich. Sage ich immer noch. So, was haben wir hier? Der zweite Antrieb wird deaktiviert. Fachmensch, zack, zack. Zack, zack, weg damit. Sauer gemacht. Das hoffe ich doch. Der Führer bringt überall Sprengladungen an. Ich glaube, er will die ganze Anlage hochjagen. Verschwinden Sie da! Nicht schießen, bitte! Oh. Nicht gut. Wer schaltet die Antriebe ab? John Doe. Ich werde sie nicht nochmal fragen. Du Wichser. Finde das Problem und behebe es. Ich sehe schon, wer das Problem ist. Okay, Leute. Zwei Antriebe to go und ich hoffe, wir können die meisten Zivilisten retten. Sicherheitshalber schon mal die Knarre ziehen, nicht, dass hier jemand reinstürmt. Gebäude verlassen. Ist schon ein schönes Bild, finde ich. Wie man hier in den Untergang von Terra Nova düst. Jetzt ist natürlich mein Auto steht da hinten irgendwo. Weit entfernt, natürlich. Ne, wo steht er denn? Steht er nicht hier? Wo ist mein Auto? Ey Mann, wo ist mein Auto? Wo habe ich denn den Marco geparkt? Der war doch hier. Wo ist der denn? Links von mir?
da! Kennt ihr das? Ihr wisst nicht mal, wo euer Auto steht und ihr werdet von einem Hügel irritiert. So. Ab zum nächsten Fusionsantrieb. Guck mal, da haben sie jetzt bei dem DLC sogar mitgedacht und hier einen etwas schöneren Weg durch die Berge gebahnt, dass man nicht komplett über die Kuppe fahren muss. Wie bei den ganzen anderen normalen Nebenmissionen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier doch über den Berg, aber... Noch fährt es sich vergleichsweise easy mit dem Marco. Ah, ich kann schon wieder Gegner sehen. Alter. Der ballert ganz schön, ne? Na gut, ist stark genug, einen riesigen Asteroiden zu bewegen. So, jetzt hol mal hier deinen Geschützturm aus dem Loch. Stell dich im Kampf. Marco gegen Turm. Mensch gegen Maschine. Turm Nummer 1 ist down. Oh, hier sind direkt 3. Na los. Turm Nummer 2. Boah. Turm Nummer 3 und... Sehr gut. Oh, einer steht noch. Ne, 2 stehen noch. Wo ist er denn? Da ist er. Jawohl, und hier hat einer überlebt. Wo denn das? Die 3 sind down. Ach, hier hinter ist noch einer. Gewesen. So. Geben Sie mir Deckung. Gib du mir doch Deckung, Rex. So, rein da. Jetzt werden hier wieder ein paar Batterianer gekloppt. Ihre Köter dabei. Also sind es doch Varen. Okay. Okay, Rex geht vor. Garrus dahin. Komm nach. Schießt da jemand von oben? Oh, ich kann hier durch. Ballern. Ja, komm, komm, lauf zurück. Ja, macht er nicht, ne? Schade, müssen wir rum. Rex, dahin. Kommt da raus, kommt da raus. Oh, oh, sauber, sauberer Schuss, Rex. Garrus, dahin. Wo ist er denn? Da. So, und ich gehe in die Mitte. Alright. Ha! Einen erwischt. So, ja, dann Rex, geh da hinten hin. Kriegst das alleine hin. Glaube ich. Batterianer gegen Kroganer, wer gewinnt? Pap! Natürlich der Kroganer. Sehr gut, sehr gut. So, gehen wir hier rein. Etwas sehr nüchterner Besprechungsraum, aber okay. Immerhin ein Spind. So, und wieder hoch, ja. Wie gesagt, gleiche Architektur. Zwar ein bisschen besser ausdesignt hier, aber trotzdem die Struktur ist hier in allen Nebenmissionsanlagen ähnlich oder bis gleich. So. Gut, hier macht es sogar halbwegs Sinn, dass die Räume untereinander ähnlich sind, weil warum sollte man die Anlagen für die Fusionsantriebe nicht gleich bauen? Uiuiui. Ui, ui. Boah, das ging nicht. Eieiei. Nein, dumm.
Jawohl, geschafft. Sehr gut. Gucken wir nochmal eben, was haben wir denn? Jetzt haben wir ja ein paar Sachen eingesackt. Sind das gute Sachen? Nee, eher nicht. Oder war da was? Nee. Bin schwer Mensch, aber nö. Können wir hier irgendwie was? Nö. Okay, vielleicht für die anderen irgendwas Nützliches für Rex oder Garrus. Sieht erstmal nicht so aus. Ja, vielleicht ein Präzisionsgewehr für Rex. Aber da gucken wir erstmal, was Garrus braucht. Der ist ja unser Experte am Präzisionsgewehr. Für den ist nichts so wirklich dabei. Oh, das kann er mal nehmen. Das ist sehr gut. Hier ist nichts. Sturmgewehr. Ne, lohnt sich nicht. Und auch die Turianer-Rüstung lohnt sich nicht. Alright. Dann kriegt Rex noch ein besseres. Das ist... Ja, aber ist das viel besser? Ich weiß nicht. Das hier ist schon besser. Alright. So. Hier dann aber die richtige Waffe. So, Antrieb deaktivieren. Muss ich natürlich selber machen. Klar, war mir durchaus bewusst. So. Das ist jetzt nichts passiert? Ah ja, gut, die Frau kann ja auch nicht mehr mit uns reden. Die wurde ja gefangen. Fuck. Okay, auf zum letzten Antrieb. I guess. Bleiben Sie da stehen. Das hier muss nicht in einem Blutbad enden. Aber es kann in einem Blutbad enden. Keinen Schritt näher. Wir können das auf die harte Tour machen oder wir können das friedlich lösen. Ich wusste gar nicht, dass ihr Batterianer die Bedeutung dieses Wortes kennt. Hey, ich mache hier nur meinen Job. Diesen Felsbrocken zu kapern war nicht meine Idee. Ich hatte mich verpflichtet, um ein wenig Geld zu verdienen. Nur ein paar Sklaven. Hier geht es nicht mehr nur um ein paar Sklaven. Millionen Menschen werden sterben. Glauben Sie, ich wüsste das nicht? Ich befolge hier nur meine Befehle. Würde es nach mir gehen, wären wir längst verschwunden. Es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt noch immer gehen. Wohl nicht. Balak würde mich bei lebendigem Leib häuten und meine Haut aus lauter Boshaftigkeit verkaufen. Irrer Bastard. Diese Mission ist ein reines Fiasko und ich werde dafür büßen müssen. Warum hören Sie dann noch auf ihn? Gute Frage. Seit wir gelandet sind, habe ich ein ungutes Gefühl. Und jetzt will Balak ihren Tod. Und was Balak will, bekommt Balak auch. Ich kann nichts daran ändern. Aber ich kann versuchen, dich zu überreden. Wollen Sie denn immer nur der Zweite in der Befehlskette sein? Bringen Sie mich hier raus, dann werde ich mich um Balak kümmern. Dann sind Sie es, der die Befehle gibt. Ja, interessantes Angebot. Hat definitiv seine Vorteile gegenüber der derzeitigen Situation. Abschalten. Das ist jetzt Balaks Problem. Ich hoffe, Sie sind mit der Waffe ebenso schnell wie mit Ihren Versprechungen. Um unser beider Willen. Balak wird bekommen, was er verdient hat. Und das werden Sie auch, wenn ich Sie jemals wieder in menschlichem Territorium erwische. Alles klar soweit? Voll und ganz. Balak hat sich in der Hauptanlage verkrochen. Sie werden das hier brauchen, um reinzukommen. Und das schätzen Sie ihn nicht. Er ist ein hinterhältiger Bastard. Gehen wir. Wir verschwinden von diesem Felsbrocken. Ich sag mal so, der Typ hat Glück gehabt, weil ich hätte ihn ja auch einfach platt machen können. Ist nicht so, als hätte ich jetzt Schiss vor dem gehabt. Anders als vor den Landminen. So, dann haben wir jetzt noch einen Antrieb in dem Hauptgebäude, ne? Beziehungsweise ist das Hauptgebäude mit dem Antrieb verbunden? Weiß ich gar nicht. Hauptanlage. Aber auf jeden Fall müssen wir uns darum kümmern. Kollisionskurs. Die drei Fusionsantriebe, aha, waren doch nur drei, sind zwar abgeschaltet, allerdings haben die Batterianer noch immer einige Menschen in ihrer Gewalt. Jo. Drei Ingenieure sind auf der Oberfläche von X-57 verschwunden. Himes, Mendel und Montoya. Wenn sie noch leben, müssen sie gerettet werden. Wenn nicht, sollte jemand erfahren, wo sie sind. Sie haben die Leiche von Mendel gefunden. Montoya und Himes sind allerdings nach wie vor verschollen. So, jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht können wir uns noch ein bisschen auf Planeten umsehen. Gibt es denn noch eine Möglichkeit, wo die sein könnten, die Leichen von denen?
abgesehen von der Hauptanlage. Wir fahren einfach mal in Richtung Hauptanlage. Das wäre natürlich schon schön, wenn wir die finden würden. Wenn wir auch nur die Leichen finden. Aber in diesen Reaktor Anlagen waren die ja nicht drin. Wir schauen einfach mal. So, jetzt will ich sie aber auch mal wissen. Go, Marco. Wie steil kannst du gehen? Ja, ja, ja. Ja, voll. Alter, guck dich das an. Alright. Und ich sehe schon wieder Gegner auf dem Radar. Ja, da sind die Türme. Alter, der kommt hier rausgefahren. Wie dreist ist das denn? Da habe ich damit gerechnet, dass die hier aus diesen Betonbehältern hier kommen, so wie sonst auch. Da waren die nur zur Ablenkung da. Das ist ja fies. Das ist die Frage. Da ist die Hauptanlage, aber ich will ja erstmal gucken, wo könnten denn die Leute sein? Oder liegen die alle in der Hauptanlage? Wir fahren hier mal rum. Wenn jemand eine Leiche sieht, Bescheid sagen. You know the drill. Ist nämlich erstmal nichts. Sie ist auch schon rot, das heißt, sie ist eigentlich nicht mehr das richtige Gebiet. Hm. Noch irgendwo was ist. Sieht irgendwie nicht so aus, als wenn da irgendwo was ist, ne? Die liegen ja auch nicht einfach so irgendwo rum, sondern das müsste irgendwelche Location-artigen Gebilde sein. Na gut, dann hoffen wir mal, dass die irgendwo in der Hauptanlage sind. Oder vielleicht sogar noch am Leben. Wer weiß. Und alle hopp. So. Umgruppieren. Alle mal raus. Hopp, hopp, hopp. Ein bisschen mehr Fitness. Ein bisschen mehr werfen. Ein bisschen mehr. Was ist das? Ja, Sturmangriffstraining. Und alle Mann Sicherheitspipi und Sicherheitsspeichern. So. Und rein da. Alle Mann bitte die Waffen weiter entzücken. Dankeschön. Kiste mit Granaten. Oh, hier ist Blut. Okay. Hier können wir nichts machen. Okay. Ich sehe einen Feind auf dem Radar. Ich sehe zwei Feinde, drei Feinde, vier Feinde auf dem Radar. Ich sehe ja schöne Bäume. Aufpassen! Ah! Wer schießt denn? Oh. Ah! Was sind das denn für Dinger? Die ist ja in mich reingeflogen. Alter. Wir erstmal warten, bis unser Schild wieder aufgeladen ist. Jawohl. Ha! Das. Auch von da hinten mitgeschossen. Das ist Zeit für ein Präzisionsgewehr, würde ich mal sagen. Sehr gut. Boah, mein Gott, Rex, lauf doch nicht direkt vor die Flinte. Wir gehen hier kurz rein. Liegt jemand, aber... Ja. Ah! Mal fertig! Sehr gut. Was ist hier für ein Schlachtfeld? Alright. Ah, da kommt er. Nein, ich kann nicht... Nein, ich kann nicht schießen. Nein, ich muss ihn schlagen. Komm her! Schilde sind unten. Komm her! Wer nimmt das? Und das. So. Sind immer noch hier drei draußen. Okay, Rex, du gehst raus.
Rex, raus. Oder traust dich nicht. Kanonenfutter. Oh, Rex braucht Hilfe. Alter, schon wieder die Waffe blockiert. Hör doch auf. Ich liebe den Nahkampf. Ich werde wieder so ein Ding. Was ist denn noch jemand? Kann ich den Clever von hier aus irgendwo mit dem Ding jetzt erwischen? Mit dem Präzisionsgewehr oder was? Ich schneide mich einfach hier hin. Da ist er. Vielleicht ist er doch nicht mehr. Bleib stehen, bleib stehen. Ich ja, ja, sehr gut. Ja, ja. Jawohl. Okay, Leute. Sammeln. Wo ist Rex? Da kommt er. Boah, da ist immer noch einer. Mehr Ärger, als ihr wert seid. Lassen Sie die Geiseln gehen. Dann leben Sie vielleicht lange genug, um sich vor dem Rat zu rechtfertigen. Ich bin dem Rat keine Rechenschaft schuldig. Oder Ihnen. Ich werde jetzt diesen Asteroiden verlassen. Sollten Sie versuchen, mich aufzuhalten, zünde ich diese Ladungen und dann werden Ihre kleine Helferin und Ihre Freunde... Ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, Balak. Nicht nach dem, was hier passiert ist. Das ist doch gar nichts. Ihr Menschen habt den Batterianern weitaus Schlimmeres angetan. Wir wurden gezwungen, ins Exil zu gehen. Wir mussten uns unsere Nahrung erbetteln und stehlen, um zu überleben. Und das geht nun schon seit Jahrzehnten so. Warum lassen Sie Ihre Wut an diesen Leuten aus? Sie haben Ihnen und den Batterianern nichts getan. Nichts getan? Sie meinen, abgesehen von der Kolonialisierung einer Welt, die uns hätte gehören können, abgesehen vom Stehlen der Ressourcen, die uns hätten gehören sollen? Wir waren auf uns allein gestellt. Mussten uns irgendwie verteidigen. Aber die Menschen waren stärker als wir. Das wussten wir. Und auch der Rat wusste das. Aber es spielte keine Rolle. Ihr seid schuld. Sie und ihr Volk. Ihr habt Schuld an unserer jetzigen Lage. Und das entschuldigt den Mord an Unschuldigen? Wir hatten doch keine andere Wahl. Manchmal muss man erst jemandes Aufmerksamkeit erregen, bevor derjenige zuhört. Darum haben wir euch auf Elysium angegriffen. Darum mache ich das. Ihr habt uns doch in Zugzwang gebracht. Ihr habt uns zuerst angegriffen. Als wir zurückschlugen, seid ihr feige weggerannt und habt den Rat um Hilfe gebeten. Als ihr die nicht bekamt, habt ihr euch versteckt. Niemand anderes als ihr selbst tragt die Schuld. Es reicht! Sie wissen doch gar nichts! Ich glaube, sie wollen es auch gar nicht wissen. Und ich verschwende hier meinen Atem. Wenn Sie wollen, dass Ihre Freunde noch ein wenig am Leben bleiben, sollten Sie zur Seite treten. Ach ja. Wir sind ein guter Commander Shepard, das heißt, wir müssen uns um die Geiseln kümmern und ihn gehen lassen. Sie können gehen. Aber das hier ist noch nicht vorbei. Ich werde Sie finden. Irgendwann. Möglicherweise. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie mir zumindest heute nicht folgen. Diese Sprengladungen hängen noch immer an einem Zeitzünder. Sie sollten sich lieber beeilen, wenn sie ihre Freunde retten wollen. Ja, geil. Wie viel Zeit haben wir? 10 Minuten, okay. Können wir erstmal ein bisschen uns umschauen und looten. Das haben wir eben alles während des Gefechts nicht geschafft. Natürlich sind hier immer noch Kackdrohnen. Warum schieße ich überhaupt hier mit der Schrotflinte und nicht mit meinem Sturmgewehr? Was soll das? Sehr gut. So. Weil wir müssen hier ja was looten, bevor alles in die Luft geht. Oder wir können es entschärfen. Geht das? Sprengladung deaktivieren. Die ist deaktiviert, das ist schon mal gut. Okay, was haben wir noch so? Hier noch was, da sind die Geiseln.
Können wir einfach die Tür aufmachen? Nee. Ach, wir müssen die sogar entschärfen, die Bomben. Ich dachte, es wären verschiedene Möglichkeiten, also entweder innerhalb der Zeit die Geiseln befreien oder die Bomben entschärfen. Shepard! Ja, was denn? Ach, hier ist sogar eine Sprengladung. Boah, komm her. Zack, 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 zack. Sehr gut. Ja, nicht, sonst nicht viel Nützliches. Leute, chillt. Ich habe nur noch eine Bombe und wir haben noch 8 Minuten. Also, kalmer, kalmer. Aber so richtig viel zum Looten gibt es hier bisher nicht, ne? Ist das hier oben? Kommen wir daher? Weiß ich nicht. Was ist hier? Nix. Sehr gut. Wer ballert denn da die ganze Zeit? Diese... So, ist jetzt hier Ruhe oder was? Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Das war's. Wir haben sie alle gemacht und es wird immer noch geschossen. Boah, ich treffe hier nur die Blätter. Was ist das denn für ein Baum? Ist jetzt hier Ruhe oder kommen hier unendlich viele von den Drohnen? Kann natürlich auch sein, ne? Na, hier kommen wir her, glaube ich, ne? Nee. Oder doch? Doch, hier kommen wir her. Naja, haben noch 7 Minuten, 7,5. Alles gut. Alles gut. Wir sind echt ein Stück Baum. Ich glaube, das sind unendlich viele von denen. Ey, diese undurchdringlichen Blätter, ne? Machen mich fertig. So oder so müssen wir jetzt auch erstmal noch die letzte Bombe finden, ne? Wo ist die denn? Ist die auf der Karte markiert? Jo, na immerhin. Ach ja. Wo soll die sein? Hier irgendwo oder was? Nee, noch weiter. Hier rechts? Jo. Alle Sprengladungen wurden deaktiviert. Befreien Sie die Wissenschaftler aus der Gefängniszelle im Büro der unteren Ebene. Er ist verschwunden. Hat das seine Richtigkeit? Ihn gehen zu lassen war besser als die Alternative. Ich dachte, Sie wollten sich in Sicherheit bringen und auch da bleiben. Vielleicht hätte ich ja was tun können. Irgendwie helfen. Ich hatte das Gefühl, ich müsse hier sein. Ich kenne diesen Asteroiden besser als jeder andere. Sie haben es geschafft. Noch eine Stunde und unser Kurs hätte nicht mehr verändert werden können. Ich habe ein wenig gerechnet, Shepard. X-57 wäre in der Nähe der Hauptstadt eingeschlagen. Die am dichtesten besiedelte Region. Aber dank Ihnen wird das nicht passieren. Ist Katie hier drin? Geht es ihr gut? Was ist mit ihrem Team? Balak hielt sie als Geisel. Ich habe ihn gehen lassen, um sie zu retten. Einen Terroristen gehen lassen oder Unschuldige opfern? Ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste. Ist das... Werden sie deshalb Ärger bekommen? Ich meine, er könnte woanders das Gleiche versuchen, oder nicht? Ja, das könnte er. Balak schien mir praktisch veranlagt zu sein. Praktisch, aber hartherzig. Wenn er an meiner Stelle gewesen wäre, wären Miss Bowman und alle anderen Terroristen sicher längst tot. Aber ich werde keine Leute opfern, die zufällig zwischen mich und mein Ziel geraten. Und wie geht es jetzt weiter? Die Bösen kommen davon? Balak ist heute davongekommen. Aber wir werden ihm morgen auf den Fersen sein. Und übermorgen. Und auch überübermorgen. Ich, meine Crew und jede andere Crew der Allianz. Er wird wegrennen und sich verstecken. Aber irgendwann muss er sich zeigen und dann schnappen wir ihn uns. Die Bösen kommen nie davon, Simon. Nicht solange die Guten nicht aufgeben. Verstehe. So ist es nämlich. Gut, dass Sie nicht hinter mir her sind. Ja. Shepard, danke für das Leben meiner Enkel. Ich glaube nicht, dass ich hier bleiben werde. Nicht ohne mein Team. Zu viele Geister. Es wird für mich Zeit zurückzugehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber bevor ich aufbreche, möchte ich Ihnen etwas anbieten. Vielleicht können Sie mehr damit anfangen als ich. Als leitender Ingenieur stehen mir einige hochwertige Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung.
Bedienen Sie sich. Sie haben es sich verdient. Quarianische Rüstung? Ach so. Ja, was ist mit Universalwerkzeug? Ich weiß, ich verlange eine Menge, aber... Was ist mit dem Universalwerkzeug? Ich könnte sowas wirklich gut gebrauchen. Shepard, ich denke, ich habe erwähnt, dass Sie meine Kinder und Enkel gerettet haben. Was ist dagegen schon ein Universalwerkzeug? Hier, nehmen Sie es. Kann uns nicht einfach alles geben? Ich hoffe, sie wird Ihnen nützlich sein. Da wäre noch was. Sie baten mich, nach Ihren verschwundenen Ingenieuren zu sehen. Haben Sie sie gefunden? Ich habe einen Ihrer Leute gefunden. Er hat es nicht geschafft. Verstehe. Gut. Vielleicht sind die anderen beiden noch da draußen. Würden Sie sie suchen gehen? Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden okay. Ihnen was. Das heißt, die Quest ist immer noch aktiv. So, ist das denn, lohnt sich das denn jetzt hier, das Universalwerkzeug? Und wo baue ich das überhaupt ein? Ich kann das ja gar nicht nutzen. Garrus kann das nutzen. Oh, jo. Das ist gut. Das ist guter Stoff. Ansonsten, was haben wir hier gekriegt? Nee, das ist Bullshit. Das ist auch ziemlicher Bullshit. Ja, nee. Vielleicht Exoskelett. Oh. Das sieht doch gut aus. Hier, Rex kann hier noch ein zweites neben dem Energiegewebe. Kann der doch zum Beispiel, machen wir sowas. Und Exoskelett. Geil. So. Wie sieht es bei uns aus? Warum haben wir denn nur eine mittelschwere Rüstung? Ist doch doof. Ist doch doof. Okay. Oder können wir hier noch was Neues? Stabilisator 5. Hyperschalllauf, das ist Bullshit. Hier, wo haben wir jetzt? Kampfoptiken. Level 8 plus Präzision. Das ist ja sehr gut. Das können wir auch hier gut gebrauchen. So, was ist das noch hier? Sledgehammer? Nee. Polonium. Ah, wobei ist nicht. Nicht so verkehrt eigentlich, ne? Kinetische Schwule. Oh, sehr gut. Kinetische Schwule. Was haben wir hier? Wir haben Wolfram gegen synthetische. Oder nehmen wir. Nee. Die haben wir gegen organische. Nee, bleiben wir erstmal bei. Aber vielleicht kann Rex hier noch geilere Sachen haben. Gegen synthetisch. Stabilisator. Das. Und das hier ist. Nehmen wir hier so eine Teleferierung. Was auch immer das ist. Und für ihn. Ja. Oh, das aber auch. Nicht schlecht, ne? Laufverlängerung, Hyperschalllauf und. Ja, so. So. Jetzt retten wir endlich mal die Leute. Hallo! Unglaublich, dass sie Balak gehen ließen, um uns zu retten. Ich hoffe, ihr wart es wert. Ich hatte mich bereits damit abgefunden, dass sie uns sterben lassen. Ein paar zum Wohle aller Opfern. Dann wäre ich keinen Deut besser als diese Batterianer. Außerdem wird Balak nicht davonkommen. Ich weiß jetzt, wo er ist. Er kann nicht ewig weglaufen. Tja, jetzt klingen sie wie mein Bruder. Er war auch immer so stur, aber auch immer bereit, das Richtige zu tun. Was es auch kostet. War ihr Bruder derjenige, den Balak umgebracht hat? Ja, Aaron. Er hatte mich überredet, mich dem Team hier anzuschließen. Er sagte, es wäre sowas wie ein Abenteuer. Ich will nicht undankbar erscheinen, aber ich sollte mich um Aaron kümmern. Verstehe. Sie haben heute bereits genug durchgemacht. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Danke. Ach, ich kenne nicht mal Ihren Namen. Shepard. Commander Shepard. Danke, Commander Shepard. Sie sind nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte, aber trotzdem danke. Was können Sie mir über die Batterianer sagen? Was wollten Sie mit dem ganzen Theater hier erreichen? Ich glaube, das wissen Sie selbst nicht. Als Sie eintrafen, hieß es, dass Sie uns auf Ihr Schiff bringen wollten. Sie wollten uns als Sklaven verkaufen.
Als Balak dann auftauchte, änderte sich alles. Es war seine Idee, den Asteroiden umzuleiten. Er sagte, das wäre der Wille der Batarianischen Rebellion, was auch immer das sein mag. Sie befolgten seine Befehle zwar umgehend, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, sie sind nicht alle so fanatisch wie er. Wie ist der Asteroid hierher gekommen? Warum wurde niemand früher alarmiert? Der Asteroid sollte in ein oder zwei Tagen eintreffen. Balak hat die Sache nur beschleunigt. Dieser Felsbrocken ist voller wertvoller Mineralien, aber er war zu weit von Terra Nova entfernt, um sie abbauen zu können. Also brachten wir einige Fusionsraketen an und machten uns auf die Reise. Alles verlief problemlos, bis... Bald wird alles wieder in gewohnten Bahnen ablaufen. Fast alles. Das war sehr tapfer von Ihnen, Kate. Sie haben Ihr Leben aufs Spiel gesetzt, als Sie mich über Funk kontaktierten. Sturheit und Zielstrebigkeit liegen in der Familie. Mein Vater gehörte zur Allianz der Erde. Ich glaube, er war enttäuscht, als ich keins seiner Kinder verpflichtete. Dennoch wäre er stolz gewesen auf Aaron. Tut mir leid. Ich bin nur... Und wie antwortet man auf eine schluchzende Frau? Sie haben viel durch. Ich muss gehen. Ich komme Ihnen nicht in die Quere. Bis bald, Kate. Ich weiß nicht zu schätzen, Commander. Auf Wiedersehen. So. Haben wir denn hier irgendwas? Die wurden hier jetzt schon in einen recht kleinen Raum eingesperrt, ne? Naja. Okay, wir könnten nochmal mit Kate sprechen, will ich aber gerade nicht. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich hatte uns alle schon abgeschrieben. Alright. So, die Sache ist jetzt, die eine Quest ist noch offen, ne? Mit den zwei verschwundenen Ingenieuren. Aber wo sind die denn wohl? Die müssen dann ja irgendwo draußen sein. Aber wo? Fahren wir nochmal ein bisschen was ab. Sagen Sie, Shabbat, Ihnen sind nicht zufällig ein paar meiner Ingenieure... Noch nicht. Versuchen Sie, sich in den Funkturm an der Oberfläche einzuklinken. Okay. Die Ausrüstungsstationen erscheinen dann auf Ihren Sensoren. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Funkturm an der Oberfläche, damit können wir doch arbeiten. I guess. So. Da ist Funkturm. Ja. Und go. Und hier macht es wenigstens ein bisschen Sinn, dass der Asteroid so aussieht, wie er aussieht, weil es ist halt ein Asteroid und kein Planet. Das ist halt einfach nur Gestein. Bei den anderen Planeten hätte sie sich manchmal noch ein bisschen kreativer austoben können, aber die meisten sind ja eh nur für Nebenmissionen. Naja. So. Boah! Marco, halt durch! Boah, da kann ich noch gut abbremsen. Jetzt bin ich hier wieder in so einer Kuhle drin. Nee. Das. Jo, Marco. Sehr gut. Aha, ja. Na, So. Ist das der Funkturm? Hey! Geben Sie mir Deckung! Alle mal raus! Transmitterturm? Reparatur. Da kriegen wir hin. Datenlink zwischen dem Funkturm und diversen Forschungsstationen wurde wiederhergestellt. Die Standorte der Forschungsstationen werden jetzt auf ihrer Karte angezeigt. Sehr gut. Forschungsstation B waren wir ja schon. 2 und 1. Ach, das ist gar nicht B, das ist 3, ne? Das ist eine 3. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir da die anderen toten Wissenschaftler finden und mit etwas Glück vielleicht auch Lebende. Mal schauen. Hui.
Immerhin brauchen wir hier auf dem Asteroiden keine Angst haben, von einem Dreschlund erwischt zu werden, schätze ich mal. Weil der wird hier auch keine Nahrung finden. Außer uns. So. Auf dem Radar ist die Forschungsstation schon zu sehen. Sie muss gleich hinter diesem Hügel sein. Nicht hier runter. So, was ist das denn? Das ist doch keine Forschungs... Achso, da. Ich wollte sagen, das ist einfach nur ein Turm. Okay, Männer. Ich sehe zwar keinen Feind auf dem Radar, aber das heißt nichts. Warum liegt die Tür daneben? Mittelschwere Kiste. Okay. Sehr gut. Mitnehmen. Okay. Hallo. Oh. Alright. Körper von C. Himes. Körper, um genau zu sein. Die Leiche weist diverse Verbrennungen auf und zeigt Anzeichen eines schweren Schädel-Hirntraumas. Glücklicherweise hat die Explosion sie auf der Stelle getötet. Hm. Ach, das ist eine Frau. Ja, sehe ich jetzt erst. Hier spricht Dr. Himes. Sie haben mich gefunden. Verdammte Batterianer. Ich kann sie umherstreifen hören. Sie versuchen, einen Weg hier reinzufinden. Es klingt, als wollten sie was an der Tür anbringen. Sollte ich es nicht schaffen, richte... Okay, macht Sinn. Also es macht jetzt auch Sinn, warum die Tür hier liegt. Die Batterien haben einfach die Tür aufgesprengt. Und da war nicht so viel Platz, sich da drin zu verstecken. Ja, schade. Okay, dann zum Abschluss zu Forschungsstation 2. So ein bisschen bereue ich, dass ich vor, keine Ahnung, einer halben Stunde oder so noch eine große Klappe hatte und meinte, ja, hier haben sie wenigstens ein paar vernünftige Wege reingebaut. Naja, zumindest wenn ich Luftlinie fahren will, muss ich trotzdem über diese ganzen Hügel. Zum Glück sind diese Minen hier deaktiviert. Immerhin sehen wir so Terra Nova nochmal im Hintergrund. Das ist doch auch was. Hat sowas Heimeliges. Schöne Inselgruppe. Ganz viel Wasser und so. Wahrscheinlich noch kein Klimawandel. Das wäre doch geil. Ein Asteroid, der auf Terra Nova zufliegt, natürlich nicht so geil, aber so irgendwie wollen sie es ja so haben. Ich finde immer noch, das ist ein bescheuerter Plan gewesen. Hey, wir holen den Asteroiden einfach näher ran. Ja? Was soll schon schief gehen? So, was haben wir hier? Ach, da liegt schon die Leiche. Allem Anschein nach starb er durch einen einzelnen Schuss, der seinen Helm durchschlug. Wahrscheinlich von einem batterianischen Scharfschützen. Wer ihn auch getötet hat, machte sich nicht mal die Mühe, seine Leiche zu durchsuchen. Er hat noch Ausrüstungsgegenstände bei sich. Die wir natürlich direkt looten, denn Leichenschändung ist... is not a crime! In Mass Effect. So, aber eigentlich wollten wir ja hier zur Forschungsstation. Vielleicht finden wir da noch was. Fußabdrücke. Ja gut, die sollten uns wahrscheinlich... Ich bin unterwegs. ...hierhin führen. Undeutliche Fußabdrücke im Staub führen nach Osten. Ja. Brauche ich nicht mehr.
Gehärtete Kiste, schwere Dechiffrierung. Ui. Jawohl. Erste Hilfe. Letzter Eintrag, Forschungsstation 2, protokolliert vom Forschungsleiter R. Montoya. Die Kommunikation ist abgerissen und in der Nähe der Hauptanlage landen unbekannte Shuttles. Am Horizont waren Lichtblitze zu sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze, sie stammen von schweren Geschützen. Ich werde jetzt gemäß der Notfallvorschriften die Abwehrdrohnen scharf machen. Ich werde nicht auf meine Abholung warten. Ich werde der Sache nachgehen. Feindberührung! Oh. Nimm das! Wo ist er denn? Ja. Wo ist er? Hä? Wo ist er denn? Ich kann dich sehen. Auf dem Radar. Da ist eine Abwehrdrohne. Zack. Gut. Dann jetzt nochmal Flux zur Hauptanlage. Zum Glück sitzt der Simon direkt am Eingang. Und dann haben wir den DLC abgeschlossen. Denke ich. Den Asteroiden gerettet, beziehungsweise Terra Nova vor dem Asteroiden gerettet. Ein typischer Samstag, würde ich sagen. Zumindest für Commander Shepard. So, wo ist die Anlage? Da. Ah, jetzt, ja. Da. Der Eingang ist nach vorne, so. Nochmal Gas und Schmieke eingeparkt. Gehen los! So, Waffen können weg. Rein da. So, wo sitzt er da? Hallo! Sagen Sie, Shepard, Ihnen sind nicht zufällig ein paar meiner Ingenieure über den Weg gelaufen, oder? Ja, alle. Jedenfalls ihre Leichen. Oh, verstehe. Nun denn. Ist wohl besser so, als im Ungewissen zu sein. Passen Sie auf sich auf. Alles Gute, Shepard. Wir schulden Ihnen was. Alright. Damit. Würde ich sagen, wir widmen uns der nächsten Hauptquest. Aber erstmal geht's zurück zur Normandy. Und zwar da. Zack, zack. So, was wir als erstes machen, ist aber gehen in die Garage fahren. Kurz die Ausrüstung hier checken und dann ein bisschen was verhökern. Wir haben ja jetzt wieder einiges eingesackt. So, als erstes checken wir natürlich die wichtigste Person in diesem Spiel, das sind wir. Aber eigentlich dürfte hier nichts Krasses. Ja, die ist schon ganz gut. Nehmen wir die. Wobei, brauchen wir eigentlich nicht, ne? Egal. Egal. Wir sind eh der beste Schütze. Das hier, Razor, naja, ist nicht gut genug. Hier, was war das? Nein. So, warum haben wir so eine schwache Rüstung? Okay, nochmal kurz die Upgrades haben wir ja gerade eigentlich gecheckt schon, ne? Das wird nicht besser, das nicht. Teniferierung auch nicht. Gut. Und da brauchen wir nur die Waffe. Da haben wir nichts Besseres. Da auch nicht. Und hier Stabilisator vielleicht? Oh, doch. So. Und hier gab es auch nichts Besseres, ne? Ne. Gut, dann nochmal Tali checken.
Zumindest erstmal Pistole. Gibt es eine Pistole für sie? Nein. Hochexplosiv. Jo, why not? Kampfscanner ist okay. Rückstoßdämpfer. Kann sie da nicht so ein Ding nehmen? Nee. Was war das? Stabilisator? Ja, warte, hier, Stabilisator ist doch gut. Also, der Rest ist eigentlich egal für Tali. Was ist das? Das ist nicht schlecht. Und die Rüstung ist kacke. Ist egal. So, Schadenschutz. 18% Schadenschutz ist besser als 16. So viel Mathe kann ich noch. Liara testen. Eigentlich auch nur Pistole wichtig, aber ja. Egal. Oh, das war. Das kann ich schaden. Und hier. Ja. Ja. Nö. Habe ich hier irgendwas? Das sieht doch gut aus. Das nicht. Und hier. Schadenschutz. Ein bisschen mehr. Garrison und so, die haben wir alle schon. So, dann machen wir noch Ashley. Die sieht ganz gut aus. Ja. Das sieht. Ja. Ja, doch. Kriegt sie. Und ansonsten ist egal. Haben wir nochmal Schadenschutz verbessert? Nö, ne? Alles. Alles Schrott. Wolfram kann sich hier besseren kriegen. Rückstoßdämpfer kriegt sie hier so, weiß ich nicht, sowas. Und hier so eine Teleferierung. Zack. Und Caden ist mir Wumpe. So. Dann, schauen wir mal. Wir können die Sachen verkaufen, wir können sie aber auch in Universalgel verwandeln, falls wir mal beim Rätsel nicht weiterkommen oder bei so einer Dechiffrierung. Ich würde einfach mal die Sachen, die wir doppelt haben, würde ich mal als Universalgel nehmen. Das haben wir doppelt. Ne, das sehen wir hier unten, geht ein bisschen hoch. Und den Rest würde ich dann einfach verkaufen. Eiskalt verkaufen und gucken, ob wir vielleicht noch was Geiles zum Kaufen haben. Hier haben wir nichts. Das ist auch nochmal dasselbe. Zack. Und ansonsten, jo. Rest verhökern. Ah, ich hänge fest. So. Hallo? Brauchen Sie Vorräte? Ja, brauche ich. Sehr gern, Commander. Verkaufen. Verhökern, verhökern, verhökern. Alles weg. Und da sind wir. Vierfacher Millionär. Sehr gut. So, wir können gleich nochmal gucken, ob der eine Rüstung für uns hat. Eine schwere Menschenrüstung, die besser ist als die, die wir haben. Also immer schon fünffacher Millionär, sehr gut. So, kaufen. Hast du irgendwas Gutes? Eine schwere Menschenrüstung. Ja, die ist besser als die, die wir haben. Ah, wobei. Schadenschutz ist besser, aber Schilder sind schlechter um einiges. Textschutz ist auch schlechter, also die ist gar nicht besser. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich guck dir jetzt an, was für eine Scheiße der uns verkaufen will. Hast du nichts Vernünftiges? Alter, wofür kaufe ich dir diese ganzen Lizenzen? Na dann halt keine neue Rüstung für uns. Vielleicht finden wir ja noch eine irgendwo. So, ein bisschen hoch. Sicherheit speichern. Und ich würde sagen, wir fliegen nach Ferros. Das wird die nächste Hauptmission. Würmeyer ist zwar ein bisschen schön, aber wir müssen eh beides machen. Und wobei, Ferros? Ja, nee, erstmal fliegen wir noch in dieses andere System hier. Damit wir das ganze. Was ist das?
das ganze System, wo Ferros mit drin ist, abgegrast haben. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Normandy, hier ist das Allianzkommando. Wir haben Ihre Präsenz im attikanischen Beta-Cluster entdeckt. Das ist korrekt. Eine unserer Überwachungsdrohnen sammelte Informationen über Geth-Aktivitäten in der Region, als sie entdeckt und abgeschossen wurde. Sie müssen landen und das Datenmodul der Drohne bergen, bevor die Geth sie finden. Ja, klingt relativ einfach. Wir sind ja schon recht erfahren mittlerweile. Erkunden, Medaillon gefunden. Beim Scannen des Planeten Syedet haben sie ein großes Trümmerfeld im geosynchronen Orbit gefunden. Bei mehreren aufwendigen Bergungsmanövern fand Techniker Adams einige interessante Objekte, darunter auch ein Medaillon des Salarianerordens. Sehr gut. Oh, auf dem dürfen wir landen. Bin ich mal gespannt, ob man diese saturnartigen Ringe drumherum sieht, wenn wir auf dem Planeten sind. Und den können wir noch erkunden. Schwermetallvorkommen entdeckt. Gold. Ja, sieht auch sehr goldig aus. So, hier landen wir mal eben flux. Und hoffen, dass das nicht ewig dauert. Da nehmen wir mal Liara und mal wieder Tali mit. Eine Mädelscrew. Jo, man sieht die Ringe. Sehr schön. Oh, mal wieder ein grüner Planet. Apropos, sehr schön. Was fliegt denn da durch die Gegend? Sind das Tiere? Ist das Staub? Nee, Moment. Das sind irgendwelche Amöben hier. Warte, wo sieht man sie? Da. Seht ihr die auch auf Stream? Ja, ne? Cool. Und hier schön diese saturnartigen Ringe. Sehr geil. Da hinten noch ein Planeten am Horizont quasi. So, wo müssen wir hin? Abgestürzte Aufklärungssonde, Anomalie, da fahren wir als erstes hin und drüber. Alright, und natürlich sind hier hohe Berge. Naja, bin es gewöhnt. Ui, ist das wieder hoch. Go, go. Also manchmal macht es ja Spaß, mit dem Marco hier lang zu düsen. Aber je mehr von diesen Nebenmissionen man macht, desto froher ist man darüber, dass das im zweiten Teil abgeschafft wurde, dieses Feature. Weil da hat man zwar auch zeitaufwendige Scan-Nebenmissionen, aber die machen irgendwie mehr Bock, als hier solche Berge hoch zu kraxeln. Dafür ist so wenigstens ein bisschen Action geboten. Oha, was ist das denn? Das sieht doch aus wie ein proteanisches Artefakt, oder nicht? Das ist ja die perfekte Kugel. Was ist das? Proteanische Ruine, Bergen. Artefaktbergen. Mysteriöse Kugel untersuchen. Die Untersuchung des seltsamen proteanischen Artefakts ergab, dass sich auf der Unterseite ein kleiner, unregelmäßig geformter Schlitz befindet. Sie erinnern sich an das seltsame Schmuckstück, das sie von der Asari-Konsortin auf der Citadel erhalten haben. Nehmen es heraus und setzen es in den Schlitz ein. Der Ball explodiert in einem weißen Lichtblitz, der sie für einen Moment blendet und ihnen die Orientierung raubt. Langsam kehren ihre Sinne zurück, als sie aus einem tiefen Schlaf erwachen. Sie sind alleine im Wald, aber nicht weit von den Höhlen entfernt, in denen sie mit ihrem Stamm leben. Im Hinterkopf verspüren sie einen dumpfen Schmerz und eine kleine Beule, als wäre ein Kieselstein unter die Haut getrieben worden. Sie stützen sich auf ihren Speer mit der Knochenspitze und richten sich auf. Ein Geräusch über ihnen lässt sie aufblicken. Eine seltsame Kreatur lauert über ihnen. Sie ist anders als die Vögel, die sie sonst am Seeufer jagen. Sie hat keinen Kopf und keine Flügel und kann dennoch fliegen. Die Kreatur schimmert silbern und bewegungslos in der Luft wie eine Wolke. Sie spüren, dass sie von ihr beobachtet werden. Ui. Sie heben ihre haarige Faust mit dem Speer und drohen damit der Kreatur. Die Kreatur fliegt schnell davon und verschwindet aus ihrem Sichtfeld.
Mit einem zufriedenen Grunzen machen sie sich zurück auf den Weg zu den Höhlen und dem Rest ihres Stammes. Sie gehen wieder ihren täglichen Pflichten nach, der Jagd nach Nahrung, die Kämpfe um Frauen und gegen andere Stämme, die ihnen ihr Revier streitig machen wollen. Nach den entbehrungsreichen Tagen fallen sie nachts in tiefen Schlaf. Jedes Mal, wenn sie daraus erwachen, haben sie das Gefühl, dass sie nicht alleine sind, dass da noch jemand anderes ist, der alles wahrnehmen kann, was sie sehen, hören und fühlen. In diesen Momenten fühlen sie die seltsame Beule an ihrem Hinterkopf mit der Hand und erinnern sich an die silberne Kreatur in der Luft. Die Luft wird kälter, der Winter naht. Auf der Suche nach Nahrung müssen sie immer weitere Wege gehen. Wegen der beißenden Kälte schlingen sie die Felle dichter um sich. Auf eine dieser langen Jagden kehrt der seltsame Vogel zurück. Sie können ihn hören, bevor sie ihn sehen können. Das ohrenbetäubende Brüllen kommt von oben auf sie herab. Der Vogel öffnet ein einzelnes riesiges Auge auf seiner Unterseite, eine glühende Kugel. Sie versuchen davonzulaufen, aber aus dem Auge zuckt ein roter Lichtfinger, das Licht umströmt sie und dann verlieren sie wieder das Bewusstsein. Gleich darauf erwachen sie auf Eletania. Sie liegen auf dem Rücken und das proteanische Artefakt steht unbeschadet über ihnen. Ihre Gefährten beugen sich zu ihnen herunter, sie helfen ihnen auf die Beine. Sie sind verwirrt. Da war ein Lichtblitz, über den sie gestolpert sind, sagt einer der Gefährten. Alles in Ordnung, Shepard? Fragt ein anderer. Sie antworten nicht gleich, sondern fragen sich, was diese Eindrücke zu bedeuten haben. Die Erinnerungen eines Cro-Magnon-Jägers, der von einem proteanischen Datensammler gefangen wurde. Wie lange haben sie die primitiven Menschen von ihrer Basis auf dem Mars aus beobachtet und die Ergebnisse analysiert? Was könnten sie daraus gelernt haben? Es geht mir gut, sagen sie schließlich und realisieren, dass dies ein Rätsel ist, das sie vielleicht niemals lösen werden. Vergessen wir die ganze Sache. Okay. Das heißt, die ausgestorbenen Proteaner mit der ganz geilen Technologie. Hier sieht man nochmal so ein. Eins von diesen Amöben-Dingern. Ich find's cool, dass sie überall durch die Gegend fliegen. Haben wir auf keinem Planeten sonst. Die haben die Menschen schon beobachtet, als das noch Neandertaler oder sowas waren. Und wir haben jetzt quasi eine Erinnerung. Das in einer Erinnerung gesehen. Interessant. Bisschen viel Text, aber interessant. Ach ja. Besser Text als Berge. Boah, guckt euch das an. Ei. Boah, zum Glück ist das Ding gut gefedert. Du schaffst das. Du schaffst das. I guess. So, jawohl. Ei, au, au, au. Oh, geil. Ich hab ein Salto hingelegt. Hast du jemand gesehen? War natürlich komplett beabsichtigt. Natürlich. So, da vorne sind hoffentlich auch endlich die Trümmer. Und sehr wahrscheinlich sind die hier oben, natürlich. Die sind nicht ebenerdig. Wäre auch zu schön. Oder sind sie doch ebenerdig? Nö. Hä? Hä? Ach, da. Ja, wow, hat sich ja richtig gelohnt. Abgestürzte Sonde, Bergen. Kurz schließen in 3, 2, 1, go. Jawohl. So, und jetzt zu dem Grund, warum wir eigentlich hier sind, nämlich der abgestürzten Aufklärungssonde. Oh, und wenn das hier Gebirge ist, das liegt ja mittendrin. Leck, Ustegreja, ey. Was war das? Irgendwas hat geknallt. Ich war es nicht. Ui, ui, ui. Dann.
Jener soll das sein? Okay, das hatte ich mir dann schlimmer vorgestellt mit den Bergen. Vielleicht habe ich auch einfach die Karte falsch gelesen. So, wo ist jetzt die Sonde? Da unten. Was war das denn für ein Geräusch? Er hat doch gerade irgendwas gemut oder so. Ich fahre erst nochmal zu den Mineralien hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Jetzt doch nicht diese ganz oben. Ja, nee, ganz oben sind sie nicht. Glaube ich. Die sind da. Oh, ist das Gold? Ah, dieses Mal ist es Gold. Sehr schön. Falsch. Oh, dumm. So. So, und jetzt hier diese tolle Sonde. Einsacken. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Warum ist die genau hier abgestürzt? Und warum ist hier so viel Flachland, wo man gut gegen Gegner kämpfen könnte? Ich weiß ja nicht. Oh, was sind das für Viecher? Achso, das sind diese Geth-Viecher, ne? Diese Glibber-Dinger von den Geth. Stimmt, das war ja ein Hinterhalt. Das ist die Überwachungsdrohne. Oh, nee. Aber wo ist das Datenmodul? Das ist da nicht drin. Eine affenähnliche Kreatur scheint sich mit einem Datenmodul davon gemacht zu haben. Auch das. Das wird Ding. Nicht leicht. Oh. Och, jetzt müssen wir diese Affenkolonien abgrasen. Oh, nee. Oh. Mann. Naja, macht ja sonst keiner. Hallo, liebe Affen. Wer von euch hat das Ding? Hast du es? Der Affe hat nichts. Der Affe hat nichts. Nein, nein. Nein, nein, nein. Hast du was? Hast du was? Nee. Hast du was? Nee. Also zum Glück sind die wenigstens, ist die Markierung weg. Also man sieht, welchen Affen man schon hatte. Okay. Natürlich war das nicht die Affenkolonie. Wenn wir Pech haben, ist das so geskriptet, dass man wirklich jede Affenkolonie sich angucken muss. Und das immer bei der letzten, die man sich anguckt. Und das ist immer der letzte Affe, den man identifiziert oder so untersucht, dass der das Ding hat. Wenn wir Pech haben, vielleicht haben wir Glück und schon in der nächsten Affenkolonie befindet sich besagtes Datenmodul. Was wollen die auch damit? Die können es ja nicht mal bedienen. Naja. Warum sind das nicht Pijacks? Sind das nicht die Affen, die später in Mass Effect 2 auftauchen? Die hießen doch, glaube ich, Pijacks. Oh, mal gucken. Affe ist Affe. Hallo, man kann die natürlich auch abknallen, aber warum sollte ich das tun? Sie haben mir nichts getan, noch nicht. Der Affe hat nichts. Die sehen schon lustig aus, ne? Der Affe hat nichts. Hallo Affe. Nein. Hier ist noch ein Affe. Nein. Ansonsten haben wir die Affen hier. Also wieder die falsche Kolonie. Okay. Motortrümmerteile? Ach, da waren wir, glaube ich, schon. Bleiben noch zwei. Nicht. Das war ein wenig extrem, oder nicht? Was? Genau aus diesem Grund gelten Menschen als gewalttätig. Ich bin da aus Versehen drüber gefahren. Oh nee. Abtrünnig plus 4. Genau aus diesem Grund gelten Menschen als gewalttätig. Mann. Ich habe doch extra gesagt, ich will die nicht töten. Mann.
Ach, dann waren das auch gar keine, jetzt wo ich einen Tod sehe mit der rausgestreckten Zunge, das waren gar nicht diese Glitch-Viecher von den Geth, das waren tote Affen. Gut, dass wir das geklärt haben. Oh Mann, ich wollte doch gar nichts tun. Wie komme ich da jetzt hoch? Das ist da auf der anderen Seite vom... Eieiei. Boah, wie soll ich da denn... Muss ich hier ganz rumfahren oder was? Toll, ist das die Strafe dafür, dass ich einen unschuldigen Affen ermordet habe? Ich hab den nicht gesehen. Ich war da schon auf dem Rückzug quasi. Nein, 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 nein. Immer schön weiterfahren, Marco. Immer schön. Oh. Oh, ich glaube, wir müssen rumfahren. Wir kommen hier nicht hoch. So, Marco. Ja, vielleicht. Nein, 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 nein. Immer wenn er Bodenhaftung verliert, ist schlicht. So, vielleicht kommen wir doch hoch. Oh, ja, ja, vorsichtig, vorsichtig. Ich fahre gar nicht so scheiße, wie es aussieht. Das macht der selbst. Das ist das Handling von dem Ding. Ja, ja, ja. Und jetzt aufpassen, wenn wir runterfahren, nicht durch die Kolonie rasen. Und sind wir auf einmal... Da haben wir 100 abtrünnigen Punkte. Wollen wir ja nicht. So, wo ist die Kolonie? Hier unten. Hä? Oha. War da mal eine Mine oder sowas? So, ich parke jetzt hier von den Affen entfernt. So, damit ich da nicht aus Versehen drüber fahre. So, Leute. Hast du was? Nein, er hat nichts. Hast du was? Hallo? Der hat auch nichts. Jetzt sag nicht, dass ich in die Mine rein muss. Hast du was? Nein, natürlich auch nicht. Du? Nein. Du? Auch nicht. Ist hier noch ein Affe, den ich noch nicht durchsucht habe? Ja. Nein. Ja, nein, vielleicht. Alle Affen gecheckt, geht's hier rein? Oh, hier geht's tatsächlich rein. Warum? Naja, wenn da eine Mine ist, müssen wir rein, ne? Vielleicht sind die Piraten oder so. Oder vielleicht ist hier der... Aha, hier sind Affen. Vielleicht ist hier der Affe, der das hat, was wir suchen. Der Affe hat auch nichts. Sehr schön. Eingesagt, dahin oder... Ja, müssen wir. Hier immer wieder der gleiche Aufbau von diesen Minen. Nur, dass wir jetzt hier zum Glück, denke ich, keine Gegner haben. Sondern nur nervige Affen. Hast du was? Nein, hast du nicht. Hast du was? Nein, hast du nicht. Hier ist noch eine Kiste. Ja, nehmen wir mit. Bisschen Gas. Ich glaube, die Waffe können wir erstmal wegtun. Hast du was, lieber Affe? Nein. Okay, gehen wir erstmal rechts lang. Hast du was? Nein. Mann. Er hat das Datenmodul fallen gelassen. Es ist ein Wunder, dass das Datenmodul noch intakt ist. Ihr Pilot müsste diese Informationen an ihre Vorgesetzten weiterleiten können. Ah, endlich. Oh, jetzt sind Gegner da. Ich weiß nicht welche, aber... Ach, die Geth wahrscheinlich. Jetzt sind die hier mit ihrem Hinterhalt, oder was? Wir waren zu faul, selbst die Affen zu besuchen. Sie ausbremsen. Warum sind da jetzt so viele?
So, einer ist noch irgendwo da gewesen. So, dann möchte ich hier noch mal kurz reingucken, ob wir hier noch eine Kiste zum Looten haben oder so. Ja, ganz nett. Eine abgeschlossene Kiste, tatsächlich. Zack, 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 zack. So. Cool. Dann können wir das wegtun. Und raus. Endlich raus. Wo ging's raus? Da hinten, glaube ich, ne? Da, 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 da. Immer diese unverhofften Nebenquests, mit denen keiner plant. Renn, Shepard, renn! Mine verlassen. Und zurück zu Normandy. Go. So. Wird das jetzt automatisch abgegeben oder was? Wenn wir das System verlassen, um endlich nach Ferros zu fliegen. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich bin froh, dass Sie in der Gegend waren, Commander. Wir haben einen Notfall und Sie sind der Einzige, dem ich... Ah, das ist eine neue Quest. Ich dachte, er will sich bedanken für das andere. Was ist los? Wie kann ich helfen, Admiral? Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation mit einer psychotropischen Droge angegriffen. Die Drogen haben die Forscher vorübergehend verrückt gemacht und die Biotiker nutzen sie nun als menschliche Schilde. Wenn ich auf alles schieße, was sich bewegt, müssen also viele Forscher sterben. Genau. Ein normales Team würde mit den Biotikern fertig, aber dann würden bei der Operation viele Forscher ihr Leben verlieren. Darum habe ich an Sie gedacht. Ich hoffe, dass Sie die Verluste minimal halten können. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um diese Forscher zu retten, Admiral. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten der Station. 5. Flotte Ende. Okay, ist das denn hier im Theseus-System oder was? NES eroberte Basis. Nee, das ist ein komplett anderes System. Was meint er denn hier von wegen, schön, dass sie in der Nähe waren? Nö. Oh. Ich glaube, das können wir dann nachmachen oder davor oder geht's erst nach Ferros? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, das war's für den heutigen Stream von meiner Seite. Nächstes Mal geht's auf jeden Fall nach Ferros, wenn nicht noch 1000 andere Nebenquests zwischendurch aufploppen. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen für heute und wie immer wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend.